Ja, heute Durchschlageübung. Leider nicht als Stream, sondern nur als Aufnahme und dann Uncut hochgeladen. Ging nicht anders. Muss so sein. Hallo. Guten Tag. Lukas macht noch Dinge. Oder so. Da, die beiden zusammen, das wird. Teleportiert Lukas mal hier So. zu uns. 3 ist geplaced. Was? Hallo? Hallo? Ach, Durchschlagung. Bist du Ja, hier? okay. Ah, Ja. lol. Ah, Ich habe okay. gedacht, das wäre ein ganz gutes Feature, ja. Ja, das ist sogar sehr schlau, Digga. Ach, Das ist Mann, wirklich hier schlau. schon wieder bei Sascha. Mensch, seid ihr alle. Hast du schon Go gegeben? Augen. Nee, ne? Nee. Ja, okay, dann teleportiere ich ihn wieder weg. Desto öfter die jetzt hier aneinander laufen, desto weiter teleportiere ich ihn wieder weg. Ja. Hast du Fabian und Russe so nah beieinander gesetzt? Ja, die wollte ich beide zusammen haben. Okay, So, na also gut. hier, Saschas Gruppe habe ich jetzt hier quasi Ja, die fertig. anderen sind auch schon zusammengelaufen. Saschas Gruppe scheint es jetzt hingekriegt zu haben. Achso, ich muss erstmal Funk einstellen hier. Ja. 1, 2, 3 ist Alpha 3. 2 und bei So, 3 ist 4. ich gehe bei 1 und 2 rein. Okay? Du gehst, was? Ich gehe bei 1 und 2 mit rein auf den Funk. Ja, ich gucke mir Hab gerade 2 die und ganze Zeit 3. 2 an. Jetzt hier nicht drücken. Ah, hier. Ja, ich bin auf Kanal 2. Dann gehe ich auch noch bei 3 mit rein. 2 und 3 habe ich. Nehme ich Warte noch zu mal. Trupp und 2. Aber wenn wir uns auf die erste Stufe stellen, sollen wir uns hören, ne? Ja, ich bin auf ganz leise. Ja, wir stehen jetzt auch hier ganz ineinander. Boah, 2 lege ich mir auch noch Guckst du da. noch mal Zu nach dem Trupp lege ich Global noch AI Skill? da. Ich hatte den ein bisschen runtergesetzt. Ich weiß nicht, wie du das immer Mach ich, machst. ja, mach ich. Hätte ich jetzt fast vergessen, to be honest. Ja, mir lassen wir das so. Ist mir jetzt egal. Hast du ein Enabled gesetzt gehabt? Ja, ne? Gerade schon wieder Ich nicht kann drauf noch mal geguckt. gucken, aber ich glaube ja. Gut, haben wir alles soweit, ne? Dann lasse ich die Jungs jetzt loslaufen. Jo. Global. Okay. KI-Fähigkeit, ja, ist aktiviert. Na, jetzt rödeln sie auch. Ja, jetzt haben sie es verstanden. War wild. Lucky habe ich aus Versehen komplett in den Wald gesetzt. Oh, Ich scheiße. hab meine auch im Wald spawnen lassen, quasi um diese Freifläche herum. Ja, Lucky weiß jetzt gar nicht mehr, wo er hin muss, glaube ich. Oder? Habe auch so das Gefühl, dass Jürgen ein bisschen lost ist, aber er rennt noch in die richtige Richtung. Sascha hat den Panzer schon gefunden und das Zeug. Ah, jetzt läuft er richtig, der Lucky. Der Lucky. Ja, auf Warte jeden Fall mal eine mal. Straße gefunden, Hatten das doch ist gut. die Audio, ne? Kann man nicht irgendwie das eine Explosion vom Hubschrauber hier mal so abspielen lassen? Dafür Da ist es gerade zu spät, irgendwas. ne? Dafür ist jetzt wirklich zu spät. Also das ist ja auch überall Rauch, das sollte man Frank schon und sehen. Sebastian haben sich gefunden. Hedy ist noch komplett lost. Hedy ist sehr Fabian und lost. Rusta haben sich auch gefunden. Ja, die standen ja zusammen, die sind gerade am Überlegen, wo die anderen sind. Ja. Aber du siehst die Rauchfahne tatsächlich vom Heli nicht. Das ist ein bisschen wild. Die hätten wir größer machen müssen. Können wir mal bei den beiden rein? Okay, einen haben wir schon. Oh, Ich habe das ganze Freunde. Zeug schon aufgesammelt und sucht jetzt Da seine ist ein Gruppe. Zaun. Machen Geht wir. mal in die Wir andere sollten Rusche Richtung, auch übers und Hedy Freifeld. suchen. Wollen Der wir bewegt hier sich rechts? Das ist gar eine nicht, doch jetzt. Freifläche.
Hat ich Sascha gesehen? Das, ich hab schon so halb rüber. Leo sitzt noch da und guckt irgendwo hin. Geht mal genau in die andere Richtung. Okay. Sebastian? Über die Freifläche, da ist ein Heli, der ist abgestürzt das und ist los. Aber ein Grenzzaun. Es könnte sein, dass da Patrouillen sind. Also ja, Vorsicht. Goldi hat gesagt, wir sollen genau in die andere Richtung gehen. Goldi, was? Du meinst andere Richtung, den Zaun entlang? Nee, auf was? Die Freifläche. Dann seht ihr den abgestürzten Hubschrauber. Da müsst ihr hin. Nicht, dass es komplett schief geht hier. Die Richtung, die du jetzt schaust. Bisschen weiter rechts. Na, nicht so. Ja, lauf da mal lang. Genau die Richtung laufen. Genau die Richtung weiter. Dann siehst du einen abgeschützten Heli. Da sind dann gleich auch irgendwann die anderen. Ein bisschen unter die Arme greifen muss sein. So, musst du den da unten mal kurz ein bisschen unter die Arme greifen. Ich werde mal ganz kurz hier einmal neu laden. Hast du denn auch geredet, oder? Ja, ja. Alles klar. Sonst werden die genau in die andere Richtung laufen. Ich werde einmal ganz kurz neu laden. Nicht reconnecten, aber neu laden, damit diese komischen Objekte hier alle verschwunden sind, weißt du? Ja gut, ich sehe die jetzt, mir ist das scheißegal. Ja, aber bei mir frisst das irgendwie Frames. Jedes Mal, wenn ich die Karte aufmache, das ist richtig räudig. Also bis gleich. War das mit? Einfach erstmal einstecken? Das war vom Gesicht auch unternehmen, weil sieht aus. Wer ist hier gerade gekommen? Hallo? Hi, Martin, alles klar. Ist hier noch jemand anders aufgefallen? Oder so wie jetzt? Ja, auf der Straße. Da vorne kommt noch jemand. Diese Distanz Ende. Seid ihr schon hier? Wenn ja, dann gib mir mal schnell Zeus, bitte. Ich muss nämlich die Funkgeräte wieder haben. Bist du hier? Ping mal bitte an. Goldi? Hab ich. Nee, hast du leider nicht. Doch, ich ping die ganze Zeit. Ja, es tut sich gerade nichts. Warum pingst du gerade? Ja, ich brauch Zeus. Ich habe einmal reconnected wegen dieser doofen Objekte. Ach, danke. Das, ja. Also nicht reconnected, aber ja. Ja, also Saschas Gruppe beobachte ich jetzt gerade ein bisschen. Der hat jetzt gerade gefunkt, will Richtung Westen ausweichen. Hat irgendwie 2-3 Leute schon gefunden, aber noch nicht alle. Sheo steht irgendwie allein im Wald rum, weiß nicht, was mit ihm ist, der AFK ist. Okay. Ich werde mal wieder reingehen. Jo. Push it to the limit. Past the point of no return. Okay. So, dann nochmal unsichtbar machen. Jetzt sind wir wieder da. Wundervoll. So, also ich bin primär dann Max. Ja, ich hör zu. Wir machen das so, wie wir die Leute teleportiert haben. Ich bleib primär bei 1 und 2 und ihr beide teilt euch dann irgendwie 2 und 3. Ich bin erstmal primär bei 3 und 4 auf. Also ich mache 1 und 2, du machst 2 und 3 und Lukas macht 3 und 4, dann haben wir Überschnitt. Oh. Ne? So, ich werde hier Sascha und Jürgen, glaube ich, auch nochmal. Steht. Ganz kurzer Anstupser noch von meiner Seite. Tatsächlich einmal kehrt machen. Da ist eure Gefechtsaufklärung auf dem Feld, die explodiert ist. Unsere Gefechtsaufklärung, was heißt das? Ihr seid mit Panzern gefahren, das ist eure Lage. Ihr seid da hops gegangen und jetzt müsst ihr da eigene finden. Weil... Im Osten. Bitte? Im Osten, oder? In Richtung Süden von hier. Süden? Mhm. Okay. Weil da laufen gerade nämlich auch die anderen hin. Da sind noch 4 Leute von euch. Wissen wir das?
Ja, also ihr arbeitet, wie gesagt, in eurer Gruppe, nicht hier in Dreier-Vierer-Trupps. Ja, ich wollte jetzt Abstand gewinnen. Ich habe die anderen nicht gesehen. Ja, ist auch prinzipiell gar nicht so richtig, gar nicht so falsch. Aber ja, Ziel des Ganzen ist, dass ihr wirklich eure Leute mitnehmt. Ich kann dich nochmal hinbringen, wenn ihr wollt, oder wollt ihr selber laufen? Nee, wir gehen Richtung Süden weiter, zurück zu den Panzern. Okay, dann los. Lukas? Ja, habe ich mit. Was hast du mit? Ja, dass du Sascha nochmal hier zurückschickst, dass er nicht alleine losgeht. Ja. Wann willst du hier irgendwie Action haben? Von wegen Feind-TV kommt rüber oder so? Noch nicht. Erstmal, die sollen diese Phasen abarbeiten erstmal. Ja, schreib am besten in den Chat, wann wir mit sowas beginnen können. Genau, ja. Miki hat sich gerade per Funk gemeldet, die setzen sich jetzt auch gerade ab, der hat seinen Trupp schon zusammen. Okay. Also ich höre quasi bei Miki und bei Sascha mit rein. Genau. Ja, ich habe gerade mit Max ausgemacht. Ich mache 1 und 2 primär. Er macht 2 und 3 und du machst primär 3 und 4. Das heißt, ich kümmere mich um, was ist das hier oben? Wenzel, Opitz und so. Und um Sascha hier. Max macht dann hier mit Sascha und da unten, was ist das? Sebastian, Fabian und so weiter. Und du kümmerst dich um Fabian und Miki. Und dann haben wir so ein bisschen Überschnitt, weißt du? Und sind trotzdem gut aufgeteilt. Ja, wenn du meinst. Also ich war jetzt gerade die ganze Zeit hier, aber okay. Ja, ist ja Latte. Es machen ja alle aktuell noch das Gleiche. Ich habe halt auch am Anfang halt gesagt, dass wir sowas vorher einteilen wollten. Ja, ich wusste aber nicht, wie sich das alles so ergibt. Jetzt haben wir es ja eingeteilt. Also muss ich jetzt bei 3 noch mit auf den Funk oder was? Ja. Naja, okay. Und ich bleibe mit Max auch in der Kaserne stehen. Das wäre auch am einfachsten, wenn du das auch machst. Wenn irgendwas ist, dann schreib bei dem Chat, dann komme ich rüber. Oder so, ja. Gut. Lukas weiß Bescheid. Dann laufen ab jetzt die 30 Minuten. Ich mache mal hier einen Timer an. 30 Minuten fangen wir dann an. Wenn sie dann nicht weit genug weg sind, da in der Nähe, dann was an. Genau. Entweder mir gefällt das oder mir gefällt das nicht. Oder dir gefällt das oder Lukas gefällt das. Dann, ja. Ja, so wie wir das letztes Mal gemacht haben. Genau, ja. Das halten wir da ganz spontan. Hier Alpha 1 kommen. Hier Kurfürst kommen. Ja, wir sind abgestürzt mit dem haben aktuell unsere Position nicht erkannt. Hinauskommen. Ja, Frage, wie viele PX kommen? Eins, hier Kurfürst, Frage Stärke, kommen. 6. Und von 3 noch nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Ich mache halt 2. Opus hat sich gerade auch mit dem Initial Call gemeldet. Der hat es also auch gepackt. Habt ihr. Irgendwie in den Wald oder so, nicht hier über die Freifläche, aber gut. Fabian nimmt die 30 Minuten jetzt gerade schon ziemlich ernst. Das heißt, er hat gesammelt, hat kurz die Sachen aufgeteilt und macht jetzt Meter. Will das ist auch richtig, aber ich würde ja Meter durch den Wald machen und nicht einfach über die Freifläche rennen. Aber was gar nicht mal so falsch ist, er will jetzt den Fluss nutzen. Du musst ja auch davon ausgehen, dass der Feind mit Hunden sucht. Und wenn du jetzt durch den Fluss abknackst, dann wissen die gar nicht, welche Richtung, weißt du? Runtergehen, ne? Ja, eigentlich schon. Also aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich bin in den Wald gerannt, weil da ist eine Menge Fläche, da bin ich gegen Helikopter gedeckt und so. True, ja. Also wenn jetzt hier ein Blackhawk kommt, der irgendwann ja kommen wird, dann ist es schwierig da, wo er ist gerade. Was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass die Hälfte schon wieder in gebeugter Haltung läuft. Ich komme einfach immer noch nicht mit der Steuerung klar. Miki ist gut im Wald abgehauen mit seinen Jungs. Na, der hat halt auch soldatisches Gespür, ne? Das ist, also, das merke ich halt immer wieder, wenn du Leute hier hinsetzt, die schon mal beim Bund waren, oder auch vielleicht ein bisschen länger und beim richtigen Bund waren, sag ich mal, und nicht nur so ein bisschen Gezi-Schlampe waren. Irgendwo ist da so ein soldatisches Gespür bei der ganzen Sache. So Bauchgefühl, was funktioniert. Und das ist eigentlich echt nice.
Was ist mit Googie? Haben sie den vergessen? Der läuft denen die ganze Zeit hinterher? Ja, keine Ahnung, was mit dem ist. Ah, einfach hinterher humpeln, Meister. Opitz läuft auch vom Wald weg. Über die Freifläche. Miki rennt gerade Richtung Grenze von der Karte. Ja, das wird er dann schon merken. Vielleicht hätten wir vor allem so eine Landinwärtsrichtung angeben können. Das werden sie schon merken, dann werden sie schon abbiegen irgendwie. Ich mach mal kurz eine serverweite Nachricht. Die einfach Googie vergessen haben, Alter. Sieht er die laufen? Zaun, ey. Die Grenze ist Richtung Westen. Ganz Zaun, ja. Naja. Und der Zaun läuft hier, ja, genau. Dann ist es ja relativ einfach zu erkennen, wo man ist. Ja. Weiß nicht, ob sie Googie vergessen haben oder ob der Abriss war. Na gut, stimmt, der muss vergessen worden sein. Wenn Florian aber auch ordentlich nach hinten sichern würde, würde er ihn vielleicht sehen. Naja. Robin, Philipp, ganz kurz, wir sehen das jetzt richtig. Ich hab Karte und Kompass, die Richtung ist Norden. So, da sehen wir nichts, ja, gut, ja, gar nichts. Wir gerade rausfinden. Und jetzt hier. Ja, gut, Gobi schließt wieder auf. Florian dürfte ihn jetzt sehen. Häuser gehabt. Ich habe gerade die Himmelsrichtung. Ja, läuft, hinter uns läuft eine Person auf dem Feld. Ganz runter, ganz runter. Und runter. Ja, die haben den vergessen. Der ist kein Abriss. Hinter uns. Hier auf dem Feld gleich geradeaus. Ja, gut, er schließt ja jetzt. Da, wo wir gerade herkamen. Geh ins Visier, dann siehst du, wer da ist. Gugi, ich weiß nicht, wie der uns gefunden hat, aber er hat uns gefunden. Schuld, wenn sie ihn verlieren. Opitz hat erkannt, dass das Gugi ist. Ja, aber er ist zu erkennen. Komm ran. An und rein. Nicht, wie du uns gefunden hast, aber wir haben dich nicht gefunden. Ich habe euch gesehen mit meinem Fernglas. Okay. Wo warst du denn bitte? So, ich war auf einer Freifläche, dann habe ich mich in dem Waldstück in Deckung begeben, weil ich nicht auf einer Freifläche stehen wollte und dann habe ich euch gesehen. Ja, einfach nur in die Richtung sichern. Okay, hast du das Flugzeug gesehen? Das habe ich erst später gesehen, ja. Ja, gut, dann ist das so. Wir versuchen gerade, ich habe gerade mal versucht herauszufinden, wo wir sind. Ich kann es gerade nicht. Ich finde das, wo wir jetzt gerade hier sind, nicht. Ich gehe davon aus, dass in die Richtung, also Richtung Nord, quasi die Kante der Karte ist, wo nichts mehr ist. Was ja auch als Feind das heißt, gut gewesen wäre, wenn wir gehen mal mit den Sicherungen, aber gehen Coming, das heißt das Busch. Das wäre ja, auch wild, ja. Haben auch Helikopter und so. Dann hätten wir es im 80er-Style machen müssen direkt. Hätte ich gefühlt. Bin ich ganz ehrlich. Wo hier? Wollen Sie schwimmen oder was? Irgendwas. Genau, ich gebe jetzt trotzdem schon mal die Versprengsignale aus. Fabian, wir müssen immer noch auf die Karte angucken, glaube ich. Einmal kurz Ruhe, Fabian, wir funken. Hat der gesagt, wie wir ihn ansprechen sollen? Nee, gell? Nee, ich sag einfach nur. Was? Mal kurz hier warten. Also Sascha macht mir auf jeden Fall viel zu wenig Tempo. Also ich höre auf Kanal 3 nicht. Ah, 3 hier, Kurfürst, das ist so verstanden. Ja, jetzt größtmögliche Distanz zur Absturzstelle gewinnen, um feindliche Aufklärung zu entziehen. Also in den 3 Minuten
In den 30 Minuten sollen die mindestens 3 Kilometer zur Absturzstelle schaffen. Das ist machbar. Das ist ein Marschtempo von 10 Minuten pro Kilometer. Da war ein Doppelklick gerade von Fabian. Er hat's verstanden. War ein Ja. Das ist gut. Und Sascha macht ja, naja, ordentlich Meter, würde ich jetzt nicht sagen. Nee, er hat bis jetzt 500 Meter geschafft, maximal. Aber, ja, 500. Hört. Donnerstärke 7. Niki ist auch immer noch durch den Wald am Irren. Der hat auch gerade eben schon seine Jungs gefragt, ob denn irgendjemand mal eine Stadt gesehen hätte. Opitz ist komplett am Kartenrand. Hat er aber schon erkannt. Naja, das ist relativ einfach zu erkennen, du. Er meinte erst so, was ist das denn für eine Freifläche, Alter? Die ist ja riesig. Oder sieht das nur wegen dem Nebel so aus? Und Wenzel so, weiß nicht, das sieht irgendwie so aus, als ob wir am Ende angekommen sind. Und er so, ja, wir fallen gleich von der Welt. Ja, das ist eine Scheibe, ne? Ja, genau. Ja, und dann hatten sie es halt kapiert. Und in dem Moment kam Gugi dann auch von hinten angelaufen. Besser ist es. Den noch gefunden haben. So. Die werden jetzt gleich aber, wenn sie auf das Waldstück zulaufen, direkt mal Zivilverkehr erfahren. Ich würde ja demnächst hier mal so einen Helikopter fühlen. Der hier, ja, dafür sollen sie ja ihre 30 Minuten erstmal haben, ne? Ja, stimmt. Dass sie erstmal einen Meter machen können. Weil das ist, uns wurde das damals so erklärt, dass es das die Zeit, die der Feind braucht, um zu organisieren. Na, wenn jetzt zum Beispiel ein Jet einen Transporter abschießt und der macht eine Bruchlandung, naja, dann muss halt auch erstmal ein Helikopter alarmiert werden, gescrambled werden. Der muss erstmal einsteigen, anwerfen, starten, dahin fliegen, weißt du? Ja. Die Zeit lassen wir jetzt laufen. Da will ich nicht irgendwie jetzt großartig rein. Hm. Jetzt sag mir mal, wie ich mich zum Zivilisten mache. Du als Zivilisten und übernimmst den. Nein, weil ihr seid ja auch als Zivilist. Achso, du gehst oben rechts in Module, du suchst nach Visibility und dann gibt es da Toggle Visibility und das wendest du auf dich an. Dann macht er dich einerseits unsichtbar und setzt dich gleich auch als Zivilist, damit KI nicht auf dich schießt. Also ich nutze immer Hide Choice. Ja, das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Max, da, Vorsicht, du bist gesehen. Ist er nicht mehr da, jetzt bist du auch Zivilist. Okay, dann wird das darüber zugesetzt, weil du kannst da auch einen Doppelklick auf dich machen und dann das... ein- und ausschalten. Genau, du kannst auch, ich glaube, oben auf dein Symbol gehen, dann auf Side und dann auf Civilian. Gut, Fabian macht erstmal Meter. Wie lange läuft der Timer noch? 19 Minuten 20 jetzt noch. Also wie gesagt, die sollen Meter machen. Wenn sie es, die könnt dann ja mit hier Zeus ganz normal die Distanz messen, ne, zu deren Havarie. Und wenn das dann weniger als 3 Kilometer sind, dann haben sie halt verkackt. So, ich steuere schon mal direkt den ersten LKW. Also bei Opitz vorbei. Wir sind von hier rüber gesprungen, wir finden uns momentan hier vorne. Keine Was benutzt du immer, um das Wetter zu ändern? Machst du Change Weather oder Normal Weather? Ja, Change Weather. Und dann gehe ich auf Force Changes Snow und dann stellst du halt ein. Und dann geht das so normal rüber oder wie? Dann blendet das über, ja. Nur bei, okay. Beim Nebel ist es relativ schnell. Aber bei allem anderen geht das tatsächlich ganz normal.
rot platziert hier. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Da einfach ein bisschen. Willst du dann einstellen? Bisschen weniger Nebel habe ich jetzt auch gemacht. Ja, das ist okay. Soll es nachher noch regnen oder? Vielleicht. Guck mal, das ist alles spontan. Gut, Fabian hat den zivilen LKW hier erkannt. Miki ist an der Mapgrenze. Bewegt der zivile LKW sich auch noch? Ja. Okay. Die haben sich gerade klein und hässlich gemacht. Ich verstehe nicht, warum sie genau auf die Stadt zulaufen, weil es war klipp und klar gesagt, dass man nicht durch Städte läuft. Nee. Er weiß nicht, wo er ist und wollte den Fluss entlang, bis er irgendwas Markantes hat. Der anderen Uferseite. Kauf ich. Sascha bewegt sich entlang von einer Straße oder einem Weg, aber untergezogen. Kauf ich. Ja. Hauptsache einen Meter machen, ne? Ja. Aber auch noch nicht so weit weg, auch jetzt um den Kilometer. Ja, Robert ist das jetzt am weitesten mit 2200, ne? Nein, so. Ja, Miki ist bei auch 1800. Genau, Fabian ist jetzt bei 1,3. Ja. Immer fix pinkeln. Ja. Gefällt mir aber bis hierhin eigentlich ganz gut. Oh, guck, der Nebel ist schon deutlich weniger geworden. Zivilisten Deutschland. Der Jahre. Der Briefträger. Straße, wir drücken raus. Was macht Miki jetzt? Okay. Du musst es nicht haben. Auch keins. So, Thomson hat eins. Nikolov, dann kriegst du noch eins. Achso, oder so. Okay. Dima nenne ich dich jetzt nur noch, weil Novikov ist mir zu lang. Hier vorne liegt's. Nimmst du bitte auf? Das ist weder noch mein Name, aber gut. Okay. Dann sag mir, wie möchtest du. Entweder Dimitri oder ja? Novikov. Okay, Novikov, alles klar. Das ist drei Silben. Und W steht für weiblich, ja? Okay. Alles klar. Genau. Dann, wundervoll. Was denn? Miki gerade zu Dimitri. Ich nenne dich jetzt Dima, weil mir das kürzer und besser ist. Und dann meinte Dimitri, ja, das ist aber nicht mein Name. Dann meinte Miki so, okay, wie möchtest du genannt werden? Und dann er so, ja, entweder Dimitri oder Novikov. Und dann meinte er, okay, dann sage ich jetzt Novikov. Und das W vor deinem Namen steht für weiblich, oder was? Naja, ja, wenn du in der Kaserne auf den Stuben guckst oder so, steht auch immer Feldwebel W. Oh, Fabian, du kommst mir gerade ein bisschen sehr dicht an die Ortschaft dran. Ja, Begegnung mit Zivilisten und erkannt werden durch Zivilisten bedeutet Telefonanruf. Hey, ich habe da so Leute gesehen mit einer deutschen Fahne auf dem Arm. Wollen wir nicht mal die Volkspolizei vorbeischicken? Nein. Ich habe gerade einen Briefträger hin und her laufen zwischen den Häusern. Was ist denn hier? Policeman. Ah, ne, Eastern Europe ist das. Wo ist die Volkspolizei? Nee, Volkspolizei gibt's nicht. Wir sind hier im fiktiven östlichen Russland, ja? Ich bin mal eben im Briefträger drin. Ja. Aber wir haben auch fiktive östliche Russland-Polizisten. Aber Max, bist du noch da? Ja, ja. Du hörst mich noch, ne? Ja? Ja. Okay. Du kannst ja mal von Tür zu Tür gehen und den Leuten noch einen schönen guten Tag wünschen und, ne? Mach ich. Drehst du dich ganz, ganz laut, sodass sie dich hören, weißt du? Ja. Wir müssen sie ja nicht direkt am Anfang ficken. Die sollen erstmal ins Szenario reinkommen und so und merken, was für Fehler sie machen. Die sollen ja lernen. Ja gut, dann bin ich jetzt im Durchdreher. Bis gleich. Okay, bis gleich. Auch ein. Sag mal bitte ruhig, ja. Ganz kurz. Bei Miki schicke ich jetzt einen Motocross-Fahrer vorbei. Ja. Ein Motocross-Motorrad, ja. Ich weiß wo. Wir haben hier mal das. Da.
Geh mal ruhig ans nächste Haus ran, du bist noch ganz weit weg. Pause. Herr Krause, machen Sie auf. Ein Paket für Sie. Herr Krause ist nicht da. Ich glaube, der ist Schichtarbeiter. Der ist, glaube ich, gerade nach Hause kommen. Ja, dann Petri fürs Angeln, ne? Jo, danke. Ich bin in meinem Boot geparkt, jo. Und RIP. Oh, schön, dass das geklappt hat. Guck dir Lukas an, Alter. Er singt da vor sich hin. Brave Soldaten, Kapitän, Leutnant. Den Reichsherrschand, nimm das Mädel bei der Hand. Ist ja göttlich. Oh, ich freue mich jetzt schon aufs Video, Alter. Ich lade das wahrscheinlich uncut hoch. Ja. Herrlich. Das war ja göttlich, Alter. Oh Mann, sollen wir mal bei Sascha vorbeigucken? Die sitzen immer noch auf einem Fleck. Versuchen wahrscheinlich immer noch rauszufinden, wo sie sind. Wer Sendemasten oder Kirchen oder sowas erkennt, sofort melden. Der weist seine Leute, glaube ich, noch ein bisschen ein. Oder auch Tankstellen. Hast du keinen Kompass? Haben die hier liegen gelassen? Munition oder was? Ja, man kann die Punkte merken. Wo er seine Angelstelle erreicht. Wenzel hat gepinkt. Wenzel, hat sich nicht verklagt. Die klettern gerade über den Grenzzaun. Republikflucht, ja. Das kennt Wenzel ja irgendwo, ja. Ja, ich auch. Ich habe das letztens gespielt, weil Jürgen mich drauf gebracht hat. Ja, ja, das ist gut. Das ist mega. Ja, ja. Was macht Deitz jetzt? Haben sie ihn rumgeschickt oder was? Er soll sich jetzt ein Loch suchen? Ach nee, hier ist ein Endzaun, okay. Alles klar, dann muss er halt rumlaufen, wenn er es nicht hingebacken kriegt. Das ist wahrscheinlich, dann ist Deitz jetzt derjenige, der auf der Hieber mal wieder zu fett für die Wand war, weißt du? Bitte. Oder für die Hühnerleiter, hier müsste es ja eigentlich hochkommen. Weiß halt auch Stacheldraht, ne? Ja. Hol dich. Die laufen dann schon wieder auf meinen Angler hier zu. Fährt der da noch, oder was? Der ist gerade angekommen und angelt jetzt. Hat jetzt die Angel ausgeworfen. Und die haben sich so eingeschissen gerade, ne? Boah, Fabian, ey. Das war so genial, Alter. Ja. Fang mal nochmal an zu singen. Was kann ich denn noch so? Was haben die denn jetzt hier ab? Kannst du das gleiche Lied nochmal singen? Ist scheißegal. Ich glaube, ich fahre einfach mal zurück. Ich sage, ich habe die Köder vergessen. Ja, genau. Scheiße. Ah, das ist ja echt gut hier. Bisschen auf die Sprünge helfen macht ja nichts. U5 hier Alpha 1 kommt. Ich bin gespannt, was hier kommt. Da ist Opitz, mal gucken, was der will. Einer komplett runtergezogen. Eine aktuelle Position ist mir bekannt kommen. Okay, Opitz hatte es auch leicht, jetzt rauszufinden, wo er ist, ne? Ja, gut. Er ist halt... Was macht Deitz jetzt?
Der hat es doch geschafft, der soll doch jetzt einfach nur hinterherkommen. Oh Gott. Opitz hatte es halt echt leicht. Der war am oberen Kartenrand und an der Grenze, an der innerdeutschen. Naja, da weiß er halt sofort, wo er ist, ne? Ja. Wie viel ist auf dem Timer noch? Auf dem Timer sind jetzt noch genau 7 Minuten. Okay. Aber wie weit ist Fabian denn jetzt weg? Entfernung messen. War nach da 1,3 Kilometer, ja. Ja, ist Luca schon wieder hier? Ich glaube, der hat das Boot gerade geparkt. Okay. Ja, wenn Fabian jetzt Tempo macht, dann lassen wir es gelten. Okay, er weicht aus jetzt. Er weicht aus, er geht weg von der Stadt, er geht jetzt Richtung Beest. Wenn er Glück hat, erwischt er noch irgendwo ein Ortsschild, ne, was er lesen kann. Das wäre natürlich noch sexy. Aber eigentlich müsste er sich jetzt orientieren können. Er hat eine Kirche, er hat eine Burg und das müsste er sehen. Also. Ja, du musst es halt auch auf der Karte finden, ne, und es zuordnen können. Das ist super schwierig. Ja, ja, das ist schwierig. Keine Frage. Prinzip her geht das, ja, aber boah, wie viele Kirchen, wie viele Funktürme hast du, ne? Ja, den lassen wir jetzt hier erstmal arbeiten. Gucken wir mal jemand anders, der soll jetzt erstmal arbeiten. Ja, der hat schon Havarie da. Wer, so. Fabian oder was? Wo seid ihr gerade? Ja. Ja, den lassen wir erstmal arbeiten. Ich guck mal bei Sascha rein, was der hier gerade veranstaltet. Okay, die oben haben Deitz verloren, weil Deitz die ganze Zeit am Zaun lang rennt und dumm ist. Pech gehabt. Dann ist der halt Abriss. Oh, könnt ihr mal auf Sascha gehen, Alter? Das sieht gerade so geil aus, was er tut. Er hat die Karte auf den Boden gelegt und hat das Fernglas in der Hand. Das sieht halt aus, als würde er literally die Karte sich angucken mit dem Fernglas. Ich habe mit der Karte eingezeichnet, wechseln zwischen Laub und Nadelwald. Ich bin gerade überlegen, was ich mit Mickey gleich mal anfange. Weil die ist schon wohl schon wieder schade, weil... Mega, der Tier schießt oder so. Ich mach hier mal ein paar... Schafe hin auf die Wiese. Ja. Opitz und Goggi sind oben am Zaun und Deitz ist einfach okay. Das mache ich jetzt mal bei Sascha mit dem Jäger. Das hört sich gut an. Ich mache Jäger bei Mickey, aber ja. Ja, gut, Fabian egal. Lassen wir erstmal arbeiten. Der ist ja gerade schon mal ausgewichen. Gibt es irgendwie einen Hunter oder so? Ja, Hunter Green. Aha. Fabian weiß, wo er ist. So, ich bin mal kurz unten am Jäger. Jawohl, das ist der größte Bock in meinem ganzen Leben. Meine Güte, endlich habe ich ihn. Oh, 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 Nachschuss. Oh, nicht weg. Oh, da. Jawohl, jetzt liegt er. Sowas von nervös geworden. Oh, bin halt die Klappe. Komm wieder, ich will weiter. Was hast du gemacht? Ich habe 50 Meter hinter den Hügel bei denen im Wald, bei Sascha, einen Jäger gesetzt, habe einmal geschossen und habe geschrien, jawohl, das ist der größte Bock meines Lebens. Dann bin ich 50 Meter gerannt, hab gesagt, oh, 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 Nachschuss, peng, jawohl, jetzt liegt er. Und dann bin ich hingerannt. Und jetzt liegen sie alle auf dem Boden. Ich habe bei Miki gerade auch einen Jäger geschossen. Sascha hat halt noch. Das interessiert sie halt gar nicht. Wie gesagt, Sascha. Einfach Sicherungsbereiche halten und weitermachen. Ja, Sascha hat halt noch nicht mal die Waffe fertig geladen. Alle anderen haben es.
Na gut. Gucken wir mal, was er merken wird heute. Der Postmann gerade auf dem Fahrrad unterwegs. Tatsache, Max radelt gerade an dem vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die hat er. Oder? Nee. Oh, das soll aber zählen. Die haben sich versteckt. Das zählt. Ja, ja, ist gut, ist alles okay. Das zählt. Kaufe ich. Junge, war das nice. Der Postmann einfach auf dem Lastenrad, ey. Ah, ist das schick. Ich lass mal so eine zivile DC-3 über die Karte fliegen. Ganz hoch. Ja, das kannst du machen. Die anderen suchen immer noch Dice. Opitz hat sich jetzt, glaube ich, dazu entschieden, dass er Dice lässt, weil er ist halt auch einfach weggerannt. Aber ich bin gerade mit dumm ist. Ja, wir haben es gesehen, es war geil. Es war geil. DC3 kommt, fliegt einmal über die Karte, oh, die ist direkt da gespawnt, aber das ist egal. Ob man die so hört oder irgendwie sieht oder so. Doch. Wo ist das Ding denn? Da. Ich bin nochmal kurz hier in dem Postfahrer drinne und mach mir mal das Tor auf. Kann er da durchschlüpfen. Sehen die das Flugzeug? Ist der eigentlich bogen? Also ja, 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 die haben es gesehen. Runter, Flugzeug. Oh, von der DC-3, die hier fliegt. War wieder so ein Museumsflug. Ja. So, aber der Timer geht jetzt gleich auch zu Ende. Weg? Ja, der Timer ist zu Ende. Okay. Wir prüfen jetzt, wer weit genug weg ist. Genau, und dann gucken wir mal. Also, ist der Postbote. 400 Meter. Wie viel hat er? 1400. Ja, aber komm, den haben wir auch eine Menge auf den Hals gehetzt. Also der hat sich jetzt an den... Also er war halt auch der Einzige, Shampoo, ne? Der da richtig Tempo machen wollte, ne? Ja. Also das, Fabian soll zählen. Miki hat 2000. Sascha ist mir eigentlich zu wenig, der hat halt nur rumgesessen, ne? Auch 2000, Opitz hat 2500. Also bei Sascha rauscht jetzt erstmal eine Kolonne LKWs ran. Wiederholen Sie letzten kommen. Wir funken gerade 4 oder was? Was? COP? Was will er damit? Goldie? Bitte? Miki will irgendwas mit COP? Keine Ahnung, was er von mir will. Keine Ahnung, COP gibt's nicht. Pickup Zone. Gibt's eigentlich nur, aber das ist alles. Fabian entschließt sich jetzt gerade. Was geht denn vor? Ja, es ist alles scheiße, sieh zu, dass du in den Wald kommst. Er will einen Aufnahmepunkt haben. Was soll ich ihm antworten? Er kriegt ein Marschziel jetzt erstmal. Und das musst, genau, kannst du einfach festlegen. Irgendwo eine Kreuzung im Wald oder so. Ja, genau. Und davon kriegt er dann noch eins und noch eins. Also das und noch ist die Koordinate aber, ne? Oder wie gebe ich das durch? Du kannst das auch mit Bezugpunkt machen, aber du kannst auch Koordinaten geben, weil wir ja verschlüsselt sind. Ja. Du kannst auch lange funken. Du musst nicht kurz funken, weil deine Position ist ja innerhalb von eigenen Territorien. Dass wir da funken, ist ja klar. Ne? Fabian ist maximal angepisst, dass er über die Freifläche muss. Das ist so schön. Ja. So, die hören auch die Autos schon. Bei mir fahren gerade zwei Humvees neben Sascha lang. Problem ist nur, dass Fabian sich halt wieder tatsächlich in die Richtung seiner Absturzstelle bewegt. Aber er weiß jetzt zumindest erstmal, wo er ist. Lukas, mit wem hattest du Funk? Hat nicht da zu sein, okay. Okay, das zählt. Werden halt deine Gruppe zusammen. So, wie viel Abstand hat Opitz? Opitz ist, glaube ich, noch der, der am meisten gelaufen ist. Ja, Opitz hat die 2900. Der hat es richtig gemacht. Dann soll da jetzt mal ein Hubschrauber lang fliegen, der die aber nicht sieht, der in die Richtung fliegt. Oha, Philipp ist lost. Ja, der ist AFK. Sascha hat mir gerade geschrieben.
Philipp hat gepinkt, ja. Ich bringe ihn gleich mal hinterher. Ja. Tut mir leid. Du übernimmst eins. Ja. Okay, Philipp ist ein bisschen aufgelöst. Was ist jetzt mit dem Nebel? Warum ist der schon wieder mehr geworden? Keine Ahnung. Welchen Feind haben wir gesagt? Amis, ne? Ja, einfach US Army Woodland. Kann ich nur als Blue Force spawnen, ne? Ja, ist auch richtig so. Dann passiert da auch nichts erstmal, ohne dass du das willst. Lass ich nämlich mal... Gut. Moin, Deiz. Ja, moin. Läuft nicht so, wa? Na, also die haben gesagt, ich soll einmal außen rumlaufen um den Zaun. Und wo ich dann an der Stelle war, wo ich rüberklettern sollte, also was ja nicht geklappt hat, dann waren die nicht mehr da. Ich bin dann ein Stück nach vorne gelaufen. Ja, ein Stück nach vorne gelaufen. Ja, Stamina aufgeladen und dann wollte ich über den nächsten Zaun. Okay, hat nicht funktioniert, wa? Nee, jetzt suche ich die. Okay. Bleib mal hier sitzen. Ich kümmere mich mal um was, ja? Jo, danke. Finger Trouble. So, Wenzel, was ist hier los? Wir versuchen Dites wieder zu holen, weil Dites irgendwie nicht durch seinen Movement-Scheiß nicht über die Scheißgrenze gekommen ist, deswegen außenrum gerannt ist und wir jetzt zurückrennen müssen, um ihn zu holen. Gib dir einen Tipp. Ja. Diesseits der Grenze, 12 Uhr. Ja, ich weiß, wo er ist. Da ist ein Heli. Stellung, Bubi? Ja. Bubi, bist du noch da? Bubi? Ich bin da, ja. So, bin ich wieder. Hallo. Ja, Alpha 3 hat sich gemeldet, gefragt wohin. Wo sitzt er denn da? 2 hat sich noch gar nicht gemeldet. Sascha, oder? Wo lassen wir ihn denn hinlaufen? Er muss weg von seiner Absturzstelle. Hatte Sascha sich schon gemeldet? Habt ihr schon was für Opitz durchgegeben, wo er hin soll? Nee, noch nicht. Okay. Ja, weil Miki läuft jetzt auch Richtung Norden. Der wird auch so Richtung kleinen Trübschat laufen wahrscheinlich. Also da halte ich da in den Wald. Ja, okay, alles klar. Kuchfest, den Wald da unten steuere ich für den an. Deswegen müsste Opitz am besten nicht in dieselbe Richtung laufen. Außer wir wollen die an derselben Position aufnehmen, was natürlich möglich wäre. Um die Abschutzstelle von Miki fliegt jetzt ein Helikopter. Der kreist da erstmal im Nahbereich ein bisschen. Und bei mir ist gerade einer gelandet oben. Schicken wir Fabian auf Höhe 183 Espenberg. Brauche ich, kann ich das hier als Zeus nicht machen? Gut, also ich werde Opitz jetzt gleich einen Punkt geben. Das wird Richtung Südosten Höhe 86 sein. Das ist quasi der Wald an der Grenze. Ja. Ja, ich werd Miki so hoch in diesen Helinger Holster schicken. Also sein erster Wegpunkt ist jetzt nordwestlich von Volkmarsdorf und dann wird er weiter Richtung Norden müssen. Ja. Also ich schicke Fabian auf Espenberg, Höhe 183. Ein Zirkofürst kommen. Ich weiß nicht, ob ich zu weit weg bin für die Funke. Kann natürlich sein, ne? Ich tipulatiere mich mal ein bisschen näher ran. Ja. 1, hier Kurfürst, kommen. Neues Marschziel. Richtung. Südost. Entfernung circa 4 bis 5 Kilometer. Höhe 8
6. Südost, 4 bis 5 Kilometer, Höhe 8, 6. Kommen. Ich vernahm Nein, Richtung Südost, Höhe 8, 6. Markant, wenn du rauszoomst. Kommen. Ich vernahm Nein. Zurück in den Wald. In den Wald. Alle wieder auf, in den Wald zurück. Alle auf, in den Wald zurück. Alle auf, in den Wald zurück. So, mein Helikopter wird sich auch nochmal im Bereich von 3 Kilometern bewegen. So, mein Heli fliegt jetzt oben auch nochmal einen Suchradius von 3 Kilometern. Hier Kurfürst, kommen. Lageinformation, Höhe 138, nördlich ihrer Abstandsstelle, Ende. 1, 3, 8. Genau da, wo Sebastian gerade hin zeigt. Weil du hast das gerade mitgekriegt. Was denn? Miki hat das. Noch laut gewesen. Miki hat das Auto von dem Jäger geraidet von mir, Alter. Die waren an dem Auto dran, während er da vorne gerade einen Nachschuss gesetzt hat, ey. Ja, gut. Wollten da das Zeug klauen. Da war zum Glück nichts drin, der hat alles dabei. Aber wild. Aber ich habe die dann gesehen, weil ich dann zurückgegangen bin. Du hast die jetzt gesehen? Ja, ich hab den hinterher gerufen, ey, was soll das denn? Gehen Sie weg von meinem Auto! Gehen Sie weg! Und das muss okay. Ich der Polizei melden. Kurfürst. Jetzt ruft er wahrscheinlich gerade die Polizei an, aber bis da was kommt, dauert das. Kurfürst schleppt sich vollständig südlich Everingen im Waldstück. Frage, wo soll er hinkommen? Der Jäger wird jetzt mit dem Auto erstmal hier wegfahren. Wo hier Kurfürst. Richtung West, circa 4300. Erhöhung mit markantem Namen. Dies ihr nächstes Marschziel, kommen. Ich habe Nein vernommen. Richtung West, Südwest, 4300. Erhöhung mit markantem Namen. Kommen. Kann meiner auf Fabian gehen? Ich will gerade an der Abschnittstelle einmal Sigtfil schießen. Ja, mach ich. Auch wenn du da bist, dann schieße ich einmal Sigtfil hin. Ja. Und Feuer. Siehst du da was? Das ist der Grenzzaun. Ja, so, alles gut. Ich weiß. Weiß gar nicht, ob er das sieht. So, jetzt wir sehen tut er das auf jeden Fall nicht. Ich habe aufgenommen mit Kurfürst. Unser Auftrag ist es, Richtung Nord. Gehört habe ich jetzt auch nichts. Die Jungs auch nicht. Ah, ist auch ein ganzes Stück. Na? Ah, er bewegt sich aber auch gut im Wald. Er weiß, wo er hin will, er weiß, wo er ist. Was haltet ihr davon, wenn wir zwei Gruppen connecten lassen? Ist nicht Sinn der Sache. Nee, ist schon richtig. Aber also würde ich... Laut Vorschrift
und das habe ich in meinem Vortrag leider nicht erwähnt, hätte ich dann machen müssen, wenn man auf eigene Kräfte trifft, die sich auch durchschlagen, schaut man, dass man die Kräfte gleich austeilt und dann geht man wieder seiner Wege, damit man nicht zu groß unterwegs ist. Und ich gehe jetzt mal Speeches hinlegen, okay? Bin gleich wieder da. Wäre cool, wenn einer von euch noch eben die Frequenz von 1 mit eindreht. Welche hast du, Lukas? Lukas hat 3 und 4 und ich habe 1 und 2 drauf gehabt. Ich habe 2 und 3 gerade drauf, also ja. Muss ich nochmal die... Du musst 1 und 2 noch mit drauf haben, also 1 irgendwie. Ich muss jetzt los. Ja, viel Spaß, ich habe die 1 drauf. Ich bin jetzt gerade mit dem Jäger an den wieder vorbeigefahren, mit Modern Talking ganz laut laufen im Auto. Ich hoffe, das haben sie gehört. Ja gut, Goldi ist gerade Goldi-Dinge tun auf dem Port. Fabian bewegt sich jetzt. Er weiß, wo er ist, er weiß, wo er hin will. Sascha bewegt sich Richtung. Komm mal gerade zu Mickey. Bewegt sich. Ja, ich werde da demnächst auch jetzt mal was hinfliegen lassen oder so. Bei Mickey fliegt schon Hubschrauber. Naja, ich weiß, aber da soll dann irgendwie was abgeseilt werden oder so. Weil der Jäger hat ja jetzt gerade der Polizei gemeldet. Ah, ist klar. Das dauert aber ein bisschen, bis die Polizei, ne, was den Amis gemeldet hat und so. Ich werde uns mal auf dem Kalk Rudenberg platzieren, uns drei Zeuse, dass wir mit allen Funkfrequenz haben. Ja. Ich habe sogar eine Lichtung erwischt und keiner steht im Baum. Ich bin beeindruckt. Zu Opitz. Chinook. Gut, Wenzel.
gerade ein bisschen Havarie. Ja, mach. Nicht wieder. Was ist denn ein schönes Jagdgewehr? Ein K98. Ja, bei Mickey wurde gerade eine Gruppe Infanterie per Fast Rope abgesetzt. Waren auch sehr panisch, okay. Aber es geht los. Aber die haben nicht so durchkämmen gerade den Wald, wo der Jäger sie gesehen hat. Und Mickey ist schon ganz woanders, von daher ist alles gut. Ich bin auch gerade mal in den Jäger ein paar Schafe erlegen, die auf Fabian seiner Wegstrecke liegen. Müssen wir zu Fabians Gruppe gucken? Fabian, ja. Bin ich? So, lol. Ich war die ganze Zeit gemutet. Ich habe schon wieder mit euch geredet hier. Weil den Schuss, was? Den wird er jetzt gleich hören. Ja, okay. Ich schaue, wenn sag mal an, wenn du schießt. Ja, ich bin gleich bei den Schafen. Bin jetzt im Ziel. Und schieße. Wo gibt es ja kein Tor? Ja, hat er gehört. Schuss. Also, hätte er hören müssen. War noch, hat er hat auch gemeldet. Gesagt Schuss. Du hast jetzt nicht gehört bei Fabian, aber... Er hat gesagt Schuss. Ja, auch kann sein. Ich hole mir die Schafe hier, noch eins Fabian. Und dann... Schuss? Ja. Jetzt hat Sebastian ihm das nochmal gesagt. Ja. War das gerade eine Schrotflinte? Keine Ahnung, auf jeden Fall ein Schuss.
Die Richtung. Kam aus. Ja, ich weiß, woher der kommt. Links von uns, genau da. Ja, ja. Okay, wir laufen jetzt weiter. Welches Ziel hattest du Fabian gegeben? Espenenberg. Oder so heißt das Ding. Ich sehe den Hungerberg. Muss halt um 138 Höhe, 138 Espenenberg. Müsste so nordöstlich von seiner Position sein. Ach so, ja, okay, alles da. Jetzt habe ich es gesehen, alles klar. Ja, Sascha ist auch auf dem Weg. Also wenn wir denen Ziele geben, ja, was sie tun sollen, also wo sie hinlaufen sollen, dann kannst du immer rechnen, so 10 Minuten pro Kilometer. Das ist eigentlich easy zu schaffen. Ne? Macht er sich die Tür also, alleine auf? Wenn du normal joggen gehst, ist eine 6er Pace eigentlich so Standard. Das ist so die goldene Mitte, würde ich behaupten. Also 6 Minuten pro Kilometer. Und wenn wir denen dann 4 mehr geben, mit Marschgepäck und Weste, das ist zwar hart, aber... Ich bin vorwärts geduckt weiter. Langsam geduckt, Tiger. Alles klar, erstmal das Visier runtergenommen vom MG, alles klar. Der geht jetzt auf Notvisier oder was? Rupp geht. Ich meine, na gut. So soll es sein. Gut. Fabian hat seine. Wie weit ist er denn jetzt weg davon? Oh, er hat fast seine 3 Kilometer. Ich teleportiere uns 3 hier mal weg. Achso, habt ihr schon gemacht hier in die Mitte? Nee, ich habe uns extra in die Mitte teleportiert, damit ja, wir eigentlich mit einem Funk kommen. Ja. Mir fällt gerade auf, dass ich den Feind da mal hier auf Red vorstellen sollte. Nein. Lass den Löcher euch. Nein. Warum denn nicht? Ach, da fliegt doch gerade ein Blue-4-Helikopter drüber. Lass aber das einfach Blue-4, dann schießen die auch nicht. Ja, aber die sollen doch irgendwann schießen, wenn die auch. Ja, aber zulaufen. Noch nicht. Mach ruhig. Wir sind mal gerade 1,5 Stunden rein. Ja, das war ja auch nicht das Objective für jetzt. Das ist ja auch schon in eine halbe Stunde, Stunde geplant gewesen, dass die da irgendwann ankommen. Wollte ich nur schon mal hinstellen. Ja, aber wenn hier die ganze Zeit irgendwelche Hubschrauber aus anderen Lagen durch die Gegend fliegen, dann musst du da vorsichtig sein. Mach das vielleicht direkt vorher oder so. Ja, es ist halt blöd, wenn man Blue 4 Feind nutzt, dann hätte man das eigentlich direkt auf Red 4 machen müssen. Nee, das ist scheißegal. Einfach kurz vorher erst auf Rot setzen, dann passt das. So, ich fange oben an. Ich gebe ihm mal ein bisschen Zeitdruck. 1, hier Kurfürst, kommen. Gewinnen Sie Marschziel von ab jetzt 4-0 Minuten kommen. Okay, er hat jetzt so ungefähr, was sind das, 3700, 3600 hat er noch. 3500 sogar nur. Und ich habe ihm 40 Minuten gegeben, das sollte er locker schaffen. Sascha bekommt jetzt auch noch Druck. Willst du die Zeit eigentlich so weiter ticken lassen, wie sie gerade läuft? Oder bisschen du langsam, noch... ne? Ja, weil irgendwann soll es ja auch dunkel werden, ne? Naja, machen wir das mal. Gerade schon überlegt. Fabian hätte jetzt noch bis zu seinem ersten Ziel 2000 Meter Luftlinie. Der läuft gerade in die falsche Richtung. Ich habe jetzt mal auf 10-fach gestellt. Ja, 10-fach ist ein bisschen schnell. Ja, lass dann halt ruhig noch ein bisschen dunkler werden und dann kannst du wieder auf normal stellen. Ja, das stimmt. Nee, das ist kacke. Warte, das muss ich löschen. Da sollen sie nicht lang fahren. Ist auch keine Straße mehr. Sascha gerade machen. Was machst du denn noch für Wildestanz mit deinem Heli? Der steht ja in der Luft. Welcher? Der Jubel, der Blackhawk. Der soll langsam fliegen, der soll ja auch suchen.
sollen ja auch Zeit haben, sich da umzugucken. Der ist aber 5 Kilometer entfernt. 6. Welchen Auftrag? Naja, der fliegt ja einen großen Kreis da. Na gut. Jungs, welchen Auftrag hat Sascha gerade? Sascha soll sich bewegen. Zum Kahlenberg. Noch 3 Kilometer. Kahlenberg, okay. Ja, er kriegt jetzt gleich 30 Minuten. Wenn er sich jetzt nicht gleich bewegt. Ich hole euch mal rein, was er gerade macht. Er ist sehr langsam unterwegs. Jag doch mal bitte auf Sascha seine Abstoßzone noch irgendwie hinkommt oder sowas. Dass er sich da so ein bisschen bewegt, weil der Kahlenberg ist eigentlich nicht weit weg. 2, hier Kurfürst, kommen. Wilden Geräusche von Philipps Mom. Ja. Ja. Sascha auf dem Funk? Nee, gerade noch nicht. Ah, jetzt. Gewinnen Sie Marschziel in ab jetzt 3:0 Minuten. Kommen. Wer vergewaltigt denn gerade hier sein Mikrofon? Jürgen. Nee, Philipp. Junge, Junge. Boah, der hat so viele AFKler. Hier sind viele AFK. Naja, er fragte gerade, sind alle wieder da? Also Sascha fragte bei seiner Gruppe. Alles klar, gut. Der wieder da. Ja. Gut, dann ist okay, wieder Fabian, da. Was hast du vor? Wo auf willst du Kurs lang? Wir sollen Marschziel gewinnen innerhalb von 3:0 Minuten. Da springen, du hast die Tiere erkannt, du hast den Jäger erkannt, den können wir schon mal löschen. Er geht. Mikrofon kaputt, ich hab dich gerade gehört. Vergessen sie zwei oder was? Wer denn, was denn, wo denn? Bei Sascha Schäfer, oder vergessen was? Vergessen sie? Na gut, ist dann so. Ja, lass mal sitzen. Wird nach der Pet. Hendrik läuft zurück. Ja, Straße, wir drücken raus. Gas. Ja gut, dann wird Cheo AFK sein, vermutlich. Ja. Ich habe ihm jetzt geschrieben, wenn Leute AFK sind, dann soll er einfach Gas geben. Mir sowas von Latte. Und dafür wilde Flugzeuge. Ein bisschen festmobil mal in der Gegend. Sollen ein bisschen aufpassen. Ja. Ein bisschen tief vielleicht das Teil, aber die haben ja auch... Vor allem haben die keinen Holz Sound. So. Na doch, die haben Sound. Na doch, jetzt musst du nur laden bei mir. Der eigene ist jetzt aber gleich über oben drüber. Bisschen ungewollt, weil ich die auf langsam gestellt habe und die ja, hören wir doch mal bei Opel 2. Passt doch, passt doch. Da soll ein bisschen Jet fliegen. Volle Deckung, ja, sehr schön. Und Jets sind auch mit Targeting-Bots unterwegs, ne? Also, ja, absolut. Die Amis sind hier unser Feind. Die nutzen alles, was sie haben, ja. Ich habe auch extra gesagt Rammstein, also da können wir ins volle Potenzial absolut gehen. Gut, F22 passt jetzt vielleicht nicht so, aber. Ja, aber reicht, ist egal. Aber bisher hat keiner Dummes getan. Jetzt ist alles nicht gut, so richtig, ja. Ne, das stimmt. Fabian will den Wald hier ausnutzen, dann will er irgendwo springen. Aber ich höre die Jets jetzt auch nicht bei Sascha. Manchmal brauchen die ein bisschen, bis der Sound so nachkommt. Ah, jetzt. Helikopter, ah ja. Da. Sascha? Irgendwo hinter uns ist gerade ein Schuss gebrochen. Okay, habe ich nicht gehört. Irgendwo hinter uns ist gerade ein Schuss gebrochen. Das kann auch die Schallmauer gewesen sein. Ist Sheo wieder da? Ja. Bist du wieder da? Ja. Okay, ja, du warst AFK, ne? Ja, wir haben Pause gemacht und er hat gesagt, wir haben bis 32. Ja, stimmt, stimmt, alles gut. Nicht deine Schuld, auch nicht seine Schuld. Ich habe gesagt, sie sollen weitermachen. Wir können nicht alle 5 Minuten auf eine Konfirmandenblase warten. Weil, so, also okay. Eure Gruppe ist mit Abstand die langsamste und wir kommen nicht durch, wenn ihr so langsam okay, seid. Okay, wusste ich nicht. Alles gut, du kannst ja ruhig Pause machen. Zwingt dich ja keiner hier zu sein, ja? Ich musste mal pullern. Alles gut, mach das ruhig, ist auch gar kein Thema. Ich habe die anderen nur weitergeschickt, ich teleportiere dich jetzt hinterher, ja? Dankeschön. So, ich habe Shero hinterhergebracht. So, was macht Mickey? Mickey läuft. Oh.
Müssen wir mal bei Fabian gucken, da kommen die Jets gerade. Ja, da war die Schallmauer. Nice. Ja, der war noch zu schnell, ja. Richtig. Ja, die waren sehr schnell. So, hat da keiner wahrgenommen, so wirklich, ne? Nee. Nein, glaub nicht. Also ich habe es kurz gehört, aber also bei Fabian hat es jetzt keiner wahrgenommen. Fabian, warum gehst du hier einfach über die Freifläche rüber? Was soll das? Guck auf deine Scheißkarte, Alter. Das ist ein kurzer Umweg. Tja. Aber das ist okay. Soll das? Ja, aber. Sinn ist keine große und die Frage ist, wie sehr ist das überwacht? Und ne, also da ja, gut. Einfach ruhig machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Klar muss man immer davon ausgehen, dass es überwacht ist, aber ja. Ich lösche übrigens mal so unnötige Scheiße, die wir gerade überhaupt nicht brauchen, ne? Ja. So, das amerikanische Squad hier, was hier gerade den Wald durchkämmt hat, ist gleich mal wieder durch den Heli aufgenommen. Jetzt Chinook wieder angeflogen und sammelt die wieder auf. Die haben da nichts finden können. Ob ich das auch hinkriege, dass die ordentlich aufgenommen werden. Aber eigentlich sollte das drin sein, wenn ich dann Land sage. Ja. Also Opitz gefällt mir bisher eigentlich ganz gut. Der macht gut Strecke. Ist jetzt nicht so viel, aber ja. Sascha läuft komplett in die falsche Richtung, glaube ich. Geht so. Er sollte jetzt langsam mal drauf zustechen. Fabian, der muss er ja... Na gut. Fabian macht das gut. Also bis auf den Sprung jetzt über die Freifläche, den er hätte umlaufen können. Welches Ziel hatte Mickey bekommen? Der hat Nähe, Höhe 1-2-2, rechts das Ende des Feldweges quasi als nächstes Ziel. Höhe also jetzt 1, Richtung 2, 2. Nord-Nordost. Da ein da Waldstück, 1-2-2, da das Ende des Waldstücks, des Weges da ist das Ziel. Da trotten die gerade hier hin. Die Baumreihen so ein bisschen aus, das ist eigentlich alles solide. Jetzt habe ich es vergessen, ja. Es wird dunkler. Es ist jetzt 21 geht. Uhr. Es wird gleich so aussehen, dass keine Kroket ohne Leinfischen mehr was sehen kann. Das ist noch wichtiger, wenn es naja, also ich glaube, mit dem Chinook macht die Bundeswehr nichts falsch. Das ist schon ein geiler Heli, Alter. Was haben wir gesagt? USA, ne? Wo konnte man denn nochmal sehen, die Mondphase? Wisst ihr das noch? Wenn du bei Date gehst. Set Date? Ne? Set Date, dann auf Tag klickst, dann siehst du, wo quasi Vollmond ist, wo Neumond ist. Also wir sind gerade ein ganzes Stück von... Ach, beim Tag, da, okay. Ja, beim Tag, genau. Da sind wir ein ganzes Stück von entfernt vom Vollmond. Ich zitiere mal neben Fabian gerade. Da sind so ein paar Halden. Da bräuchte ich gleich mal einen von euch, dass wir uns da dumm unterhalten. Wo genau? Hab da noch, du siehst da gerade drei Amis gespawnt. Die sind von Fabians Position. Ich muss nur kurz diese. Soll das der Handstreich sein, oder? Da kann er, hat er die Möglichkeit. Wenn er jetzt, er will gleich garantiert über die Freifläche springen, bis ran an die Bahnschienen und dann hier das kleine Waldstück nutzen, weil er dann quasi noch einmal überspringen muss. Ja, stell dir hier ein bisschen noch einen LKW hin oder so, wo die dann ein Zeug drin haben, was sie looten können. Genau, das habe ich vor. Also ich habe hier auch schon einen Handstreich vorbereitet. Also in meinem Kopf vorbereitet. Die Jungs laufen hier die ganze Zeit die Grenze entlang. Und hier am Ende der Straße, da baue ich ein bisschen was hin. Kann ich was wäre denn sinnig, was die noch in dem LKW drin haben könnten? Was können die dabei haben? Essen, Trinken, Munition, AT-Mittel vielleicht. Halt Waffen. Vielleicht ein Fernglas ist da noch drin oder eine Karte oder so. Dass wir so eine extra Karte oder noch eine extra Nachtsicht finden. Ich glaube, die Amis haben mal standardmäßig dieses Monokular-Nachtsicht tatsächlich in ihrem Loadout. Das heißt, jeder Schütze hat das dabei. Welches ist denn das, das Monokular? Das ist ein PBS 14, ist das, glaube ich, standardmäßig. Ja. 14, dann kriegen sie da, die haben drei, die sind fünf. Kriegen sie noch zwei rein, sind zwei Schützen da. Die das standardmäßig drin war.
Schnachtsicht. Ne, haben sie nicht. Aber dann sind die auf dem LKW, dann passt das. Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo? Ja. Okay. Ja, die haben das ANPVS 14, haben die standardmäßig dabei. Ja. Mal ganz kurz. So. Aber das mit der Mörserstellung gefällt mir nicht. Ich mach da... Herr Fabian überspringt, der wird das wahrscheinlich gerade gar nicht sehen, oder doch? Alles, was wir sonst gefahren und geflogen haben. Dann hatte ich nicht auch irgendwo SIGPI, Alter? Das Leuchtsignal. Olli? Ja. Muss Fabian mal so in 2-3 Minuten auf die Position, wo gerade SIGPI rot ist, einen Heli auf den Hals schicken? Warte. Fabian? So, Fabian? Ja, wo ist SIGPI rot? Nochmal?
Da ist ein Ping von Sascha. Okay, da muss ein Heli hin, oder was? Ja, er hat sich da quasi über die Freifläche aufklären lassen. Die haben den Handstreich nicht gemacht, haben da auch vorher nicht aufgeklärt und sind dementsprechend beschossen worden und sind direkt ausgewichen. Deswegen hat Feind jetzt gerade Sig Pirot in Feindrichtung geschossen. Okay. Wie hieß das nochmal mit dem Überflug, Lukas? Lukas? Ja, das glaube ich gerade bei Sascha, weil der gepinkt hat. Wird da jetzt nochmal Illum hingeschossen? Ah, da hat jemand noch nicht Advanced Movement belegt bei Lukas, Sascha. Lukas, wie heißt nochmal das Überflugmodul? Ambient Flyby. Ambient Flyby. Ja. Kannst du einstellen, Höhe, Geschwindigkeit. Ich würde empfehlen, dass du die Entfernung auf 10.000 voll machst, ne? Weil die sollen ja hier schon ein bisschen fliegen. Auch angeflogen kommen und so eine Scheiße. Ah, sehr gut. Fabian lässt sich vom Illum nicht stören, will weiter ausweichen. Er geht mir ein bisschen zu sehr über Freiflächen. Ist halt auch kein Soldat, ne? Kann er auch nicht vergessen. Ja, aber was kann er eigentlich? Ich hab mal einen Aufklärungs-Little Bird bei Opitz vorbeigeschickt. Wo schicken wir Fabian als nächstes hin? Also Sascha ist mir deutlich zu langsam unterwegs. Oh, Miki ist jetzt gleich bald da. Den lasse ich machen, der passt, das passt schon. Opitz, wir müssen gleich mal den Handstreich bei Opitz bemannen. Ja. Ich setze gerade mal drei Dudes hin. Fabian ist gerade wohl doch T-Kreuzung in östlicher Richtung. Da soll er hin verlegen. Wie weit ist denn das von da nach da? Hallo? Boah, 4,5 Kilometer ist ein bisschen weit, oder? Will ich da noch nicht. Vielleicht kommt da noch nicht, der kommt später. Ja. Weiß nicht, ob Opitz mir schon aufgeklärt da. Müssten sie eigentlich, ne? Ich sehe eine Laterne, okay. Da vorne ist Feind. Da vorne ist runter. Feind. Alle runter. Alle runter. Also, ja, nicht, also geduckt halt. Geduckt. Geduckt. Links dort drüben bei dem Licht ist ein Feind. So. Ja. Ich stelle jetzt nochmal eine Kiste hin mit so ein paar Goodies. Boah. Du bist aber nicht am Zielort, mein Freund. Du bist 500 Meter vom Zielort entfernt. Hat er dir gerade gefunkt, oder was? Nee, er hat es gerade gesagt, ich sitze daneben quasi. Okay. Was kann man denen denn schenken? Was sind denn tolle Sachen? Extra Karte. Ja, wie gesagt, dann nimm die Monokonar-Nachtsichtgeräte. Ja, aber die haben die ja schon, die Amis schon im Inventar. Wenn sie die überfallen, die finden extra. Sie die, ja. Ja, die brauchst du nicht extra. Ja, das stimmt. Okay. GPS gebe ich. Aber wenn wir Verbindung aufnehmen? Ja, natürlich krass, ne? Fabian meldet Zielort erreicht. Ja, habe ich mit. Ah, hier Kurfürst, so verstanden. Lauft ihr schon die ganze Zeit hinterher? Boah, mein Gott, aber heute auch wieder. Wo kann er denn Handstreich machen? Verlegen Sie Richtung Ost, E-Kreuzung, näher 170 kommen.
Ende. Also ich glaube, er will auch den Handstreich nicht machen. Ach, das ist der Little Bird, okay. Ja, der Handstreich ist aber auch blöd, ne? Du musst ja über den Zaun rüber quasi. Ich würde mich da auch nicht rantrauen. Ich würde auch einfach lieber weiterlaufen zu meinem Punkt. Dann müssen sie halt weiterlaufen. Ja. Kann halt, also er, sein Punkt ist halt direkt dahinter. Ja. Verstehst du? Das heißt, er kann sich auch von hinten anschleichen über den Zaun. Das kann ich habe die alle careless gesetzt. Wenn er sich da gut annähert, er ist da ja total im Dunkeln. Und die Jungs sehen halt auch nichts, weil sie auch beleuchtet sind. Also. Ne? Oh, Goldi, machst du mal auf. Schon zu weit. Okay. Das ist Höhe 110, westlich von Fabian, dass da mal ein Heli hinkommt. Ach nee, den hast du ja gerade drüber fliegen lassen. Ja, genau, der ist gerade drüber geflogen. Bin offen. Aber was wir halt machen können, ist, dass über die Straße ein Auto fährt, ne? Weil die haben da was gesehen. Ja, das würde ich ganz gern machen, dass er da auch den Handstreich macht, dass er sich da tatsächlich noch die zwei. Also, dass dann ein LKW vorbeifährt. Warte mal, den habe ich ja hier noch. Setzen wir ja, noch ein Handstreich auf ein fahrendes Ziel ist immer schwierig, ne? Nee, da soll einer anhalten, der soll pissen gehen. Ach so. Ja, aber dann müssen die näher an die Straße ran, weil jetzt aktuell sind die 140, 250, 500 Meter von der Straße entfernt. So, Miki kommt jetzt gerade an, Lukas. Was hast du da geplant? Da noch nichts eigentlich. Wir sollen dann den nächsten Punkt kriegen. Okay. Ich werde jetzt hier auf der Freifläche werde ich so einen kleinen Checkpoint aufbauen. Quasi zwischen dem Waldstück, wo er jetzt gerade ist und dem nächsten, wo er hin soll. Ah, Opitz schwimmt jetzt. Fabian versucht, so viel wie möglich Wald mitzunehmen. Auch gut. Was macht Sascha? Sascha läuft. Sascha läuft auf Ortschaft zu. Wollt ihr mal kurz mit mir einen Truck besetzen? Ja, kann ich machen. Wo ich habe den bei Opitz gesetzt. Du machst einfach den Fahrer jetzt und ich steige dann neben dir ein. Wollen wir reingehen? Ja, ich bin gleich drin. Und los. Ist drin? Jetzt bin ich drin. Jo. Ich kann mich aber nicht bewegen hier drin. Was soll das? Keine Ahnung. Ist auch egal. Einfach die Straße runter hier oder? Ja, einfach die Straße runter. Ja, auch eine Hupe. Ich sag dir gleich, wenn du anhalten musst, ja? Ja. Mich hören? Ja. Also irgendwie kann ich das nicht wieder übernehmen, keine Ahnung. Dann machen wir das Licht an. Was ich nicht machen kann. Warum auch immer. Ach so. Chill hier einfach. Wie kommen wir jetzt zu denen? Hier ist ja ein scheiß Zaun, Alter. Keine Ahnung, wie wir jetzt zu denen kommen. Da müssen wir wohl durch den Zaun fahren, wa? Haben wir halt durch den Zaun. Ist halt eh nur so ein scheiß deutscher Zaun, ne? Ja, ja, eben. Aber viel okay. Wichtiger, hast du letztes Wochenende das Footballspiel gesehen? Nee. Vikings welches? Gegen die Seahawks, Alter. Wild. Nee, das habe ich mir nicht angeguckt. Oh.
Ist jetzt fertig mit laufen lassen da? Oh, ja, ich bin wieder da. Komm an, ich fahr jetzt aber. Ha. Ja, du kannst nicht mal fahren, Alter. Ja, spiel doch mal. Mal durch den Zaun jetzt hier. Bam! So ein Feuerball. Scheiße, jetzt hab ich mir echt das Knie gestoßen, Digga. Oh. Jetzt da bei dem Bums hier? Jojo. Komm rein hier, Meister. Oh, 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 was war das? Läuft denn hier gerade wild, Alter? Max, du bist dumm. Olli? Ja. Wieso ist der LKW explodiert? Weil ich vergessen hatte, den auf Rot zu setzen und der war noch blau. Dann haben die KI drauf geschossen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Da ist jetzt einfach ein Unfall passiert. Das ist ein bisschen viel Feind, oder? Das kriegen wir hin. Bei hätte ich ja gefühlt, aber. Im Schützen, da schießt du mit einer, da wirfst du eine Granate rein. Ich sammel Feuer. Das ist halt stürmen, ne? So, und das gleiche machen wir gleich bei Fabian, nur dass das ein LKW ist. Als sie durch den Zaun gefahren sind, ist der Tank aufgegangen und dann haben sie ihn abgestellt, dann ist das hin und her geschwappt und auf den heißen Auspuff und dann hat es halt Bomben gemacht. Ist doch plausibel, oder nicht? Nehmen wir uns hier mal so ein. Wir gehen da jetzt gleich rein und dann tun wir so, als ob wir uns verletzt haben und so. Mal gucken, ob die dann so schlau sind. Mann, Jungs. LKW kaputt. Voll. Wie erklären wir das bei einem Captain? Junge. Keine Ahnung, Alter. Scheiß Idioten. Was brettern die denn auch durch den Zaun durch? Ja, keine Ahnung. Besoffen oder was, Alter. Und der Captain macht uns wieder die Hölle heiß. Bestimmt, ich sag's dir. Ganz, ganz großes Tennis hier. Mann. Oh Mann. Aber wenigstens warm jetzt, ne? So, jetzt kommt ja mal eine Panzerkolonne bei Mickey vorbeigefahren. Einfach nur um zu zeigen, hier ist Mies Truppenbewegung momentan. Also bei denen landet jetzt ein Emotional Support Helikopter. Muss sein. Ja. Weil wenn Opitz jetzt so blöd ist, ne, und der Hubschrauber da lang fliegt und der dann funkt, das heißt, wir müssen jetzt von hier aus, wo ich explizit gesagt habe, jedes Flugzeug hat ein Funkmess an Bord, ne? Schwierig. Audio, oder? Audio. Wie sieht's aus? Ah, Helikopter. Helikopter. Gut, Fabian ist gleich bei einer Position, wo er einen Handstreich machen könnte, wo er sich gedeckt annähern kann. Gerade über die Freifläche, auch weg von seinem eigenen Ziel. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter gerade macht. Was er mir noch nicht gemeldet hat. Ja, Fabian oder was? Nee, Mickey ist bei seinem Ziel gewesen, hat mir das aber nicht gemeldet und springt jetzt einfach irgendwo in eine andere Richtung. Ich weiß auch nicht, was Sheo, Hendrik, Aaron, wieso die sich nummert hat. Kann einer mal. Frage ich mal über Funk nach, was da los ist. Ob da erreicht Marschi jetzt. LKW zu Fabian da fahren lassen. Die beiden dann da absitzen lassen, der einen Handstreich machen kann. Was hattest du Miki gesagt? Er soll zu der Straße, Marschziel. Das Ende der Straße. Er ist bis zur Kurve davor gelaufen und läuft jetzt einfach Richtung Osten über Freifläche. Fix mal dein Mikrofon, da ist gerade ganz heftige Störgeräusche. Da kommt gerade letzte Kolonne M1 Abrams rüber. Solid copy.
Nachher mal ein bisschen Gasturbine hört, ja. Das wäre jetzt die Chance für einen Panzerfaustschuss auf den Heli, ne? Wenn sie das nicht machen. Wir können das natürlich auch einerseits nutzen, dass da jetzt gerade der Heli hochgegangen ist, ne? Indem wir sagen. Indem wir sagen, Opitz war so gut, das hat uns nicht gefallen. Fabian. Wir sagen jetzt, die haben den Unfall als Feindeinwirkung wahrgenommen und setzen jetzt ab und zu. War Doppelklick, glaube ich, für ja. Das machen wir mal. Jetzt sind wir jetzt ein bisschen mehr so passiert. Utopia-Kurve ist somit. Neues Marschziel ist 5. Blackhawk-Klasse jetzt mal abdrehen, die haben die ganze Zeit nichts gefunden. Also wird er jetzt nicht weiter suchen. Mickey hat sein neues Marschziel bestätigt. Also Opitz könnte jetzt gleich Kontakt bekommen. Ich brauche mal einen von euch, der in den Schützen reingeht, der vor dem LKW steht, bei Fabian. Bei Fabian? Ja. Ich würde ganz gerne mit Opitz bleiben, weil da knallt es jetzt gleich. Ja, ich gehe zu Fabian. Der neben dem LKW, ja? Come on, guys, this way. Must have been some kind of German joke. Keep your eyes wide open. Seid ihr hier? Ist komplett umgangen, Alter. Seid ihr hier? Ja, ich jetzt. Okay, wäre cool, wenn ihr mal noch einen der Schützen bei mir und Opitz übernehmen könntet. Ich nehme den Teamleader. Wir labern ein bisschen auf Englisch. Die laufen nämlich gerade direkt vor denen lang. Wenn die jetzt nicht schießen, dann sind sie dumm. Und Rainer. Sofort aufnehmen, Funkgeräte und die Night. Ja, hat er gemacht? Wenzel ist Ausfall. Down. So. Oh, wie Wenzel ist Ausfall? Was geht ab? Ja, bei Opitz war gerade Feuerüberfall. Der hat ein Team überfallen.
Bild. Ja, wenigstens einer mal, Alter. Fabian ist jetzt hier ist wieder einer aufgewacht. Fuck off, you German bastards! War dein Magazin gerade leer oder was war das, Goldi? Ja, ja, der war gerade im Nachladen. Okay, so, die Dudes, die hier waren, die sind jetzt auf einmal ein Team. Mit dem Dude hier und wollen natürlich auch gucken, was ihre Kollegen da machen. Und los. Also Fabian hat keine Lust, einen Handstreich durchzuführen. Der umgeht alles. Steht Wenzel mittlerweile wieder? Ich hab dir hier einen Rucksack hingelegt. Da guckst du jetzt rein. Oh Wahnsinn. Sascha hat es ja fast bis zu seinem ersten Objective geschafft. Er hat schon. Googie, du auch hier Night Vision aufnehmen. Ja. Wir müssen jetzt hier er sofort ist drauf. Weg. Nee. Nicht lost? Ja, das ist da. Gut. Er hat es fast geschafft, genau. Dann, du hast ja schon eins. Dann Florian... Gleich zu Alastor das Ding aufnehmen. Also bei Sascha ist es dann meine Absicht, die Richtung Nordosten, Nordwesten zu schicken, Richtung Burgstädter Berg, Rumstädter Berg. Sind jetzt alle wieder dran? Oder Steinberg? Wir machen Steinberg. Ich sehe das nachts nicht. Wo liegt das? Schicken wir die dahin und Mackendorf machen wir dann mies Action, was da durchfährt, weißt du? So, eins fällt gerade bei Abrams. Viele haben eines. Bitte? Ich nehme meinen Rucksack wieder mit. Was meinst du? Für Fabian müssen wir uns gleich was einfallen lassen. Also den Handstreich, die Möglichkeit hat er zweimal umgangen, er wird einmal beschossen. Er wurde beschossen? Gleich noch mal... Ja, da, als du den Hubschrauber hast du ja dann rübergeschickt. Da wurde er vorher beschossen, da hat er sich ja aufklären lassen. Ach so, okay, ja. Kannst du mir gleich nochmal einen Hubschrauber darüber schicken über seine Position? Obwohl, nee, ein bisschen weiter nördlich. Go for third, kommen. Bin am Zielpunkt, Fahrgebiet geht weiter, kommen. Wend mich kurz ab. Also Sascha hat mir jetzt schon wieder zu lange gefunkt. Na gut. Abrams Kolonie, ja, ganz entspannt durch die Stadt, Alter. Mensch, du wohnst irgendwo in den 80ern, irgendwo in Bayern, Alter, und ganzen Tag fahren irgendwelche Gasturbinen durch dein Dorf, ey. Gar keinen Bock. Hören die gar nicht, Lukas, das ist viel zu weit weg. Ne, die haben die aber gesehen. Die waren ja eben auf dem Feld da rechts. Na gut. Und die Abrams sind über die Straße da gefahren, also die wissen, dass die da waren. Das die ganze Stadt soll ein bisschen verbarrikadiert sein, so ein Trupp sein quasi. Da landet jetzt noch ein Helikopter, setzt ein paar Truppen ab. Ja. Jetzt noch mal gerade dass denen was nachsetzt. Aber gut. Woodland. Country Team. Scheiße. Sully, copy. All the way. Roger. Wofür steht so? Frage, wie geht's weiter, kommen? Understood.
Seid ihr gerade beide da? Ja. Was eine coole Sache, was ihr noch machen könnt. Moment, Zwo hat gerade gefunkt, ne? Ja, weiß ich. Ja, soll ruhig machen. Eine coole Sache, was ihr noch machen könnt. Unter Module gibt es den sogenannten Toggle-Flashlights-Dingens. Da könnt ihr dann auswählen, Selected Group, könnt ihr denen quasi Flashlights geben und dann machen die auch an. Dann laufen die quasi mit Taschenlampen an durch die Gegend. Okay. Man kann dann auch auswählen, dass sie dann keine NVGs mehr haben dafür. Mache ich jetzt gerade zum Beispiel bei einer Patrouille, die ich jetzt mal von meiner FOP hier in der Stadt zu einem kleinen Außenposten laufen lasse und wieder zurücklaufen lasse. Wir können tatsächlich, wenn du möchtest, die Gruppen mal zusammenführen. Weil Opel und Sascha würde ich jetzt in die gleiche Richtung laufen lassen. Einfach nur, dass sie sich treffen und dann kann man ja tatsächlich weiß ich nicht, irgendwo zum Schluss zumindest noch das, weil sie sind alle nochmal fucking trigger happy. Also irgendwo nochmal ein bisschen Feuer gefischt haben. Fabian umläuft alles, wo er auch nur ansatzweise schießen könnte, was ja wichtig ist. Wir können auch provozieren, dass sie angeschossen werden bei Fabian, ne? Da muss er halt gucken, was er macht. Okay. Sascha hat eine Entscheidung getroffen. Was macht er? Wir gehen weiter. Er geht weiter Richtung Wes, hat er gesagt. Ja, was einfach nur dumm ist. Wieso kann ich denn hier nicht? Achso. Die scheißen sich jetzt sowas von ein, Alter. Ist jetzt auch mal das Soundmodul, also es kann vielleicht ein bisschen laggen gerade. Ich bin links neben dir. Aaron, der läuft nicht so wild so rum. Ja, ich muss jetzt erstmal die anderen auch wieder okay. Habe ich verstanden. Ja, Mike ist dead. Bist du dran? Ja. Mein Mike ist dead. Ich kann mich auf. Ist genau über die drüber geflogen mit Licht an, Alter. Boah, geil. Hunde. Komm auf uns zu. Jürgen. Die gehen weiter und lassen die Hälfte liegen. Das ist nicht gut. Opitz kriegt jetzt gleich nochmal einen in den Arsch. Oha, Fabian hat Männer verloren. Oh, er hat sie gefunden. Was? Nein, er hat sie gefunden tatsächlich. Opitz kriegt gerade richtig auf den Arsch, Alter. Das muss ich mir angucken. Die Hunde kommen immer näher. Ich ziehe das Soundmodul immer nach.
Und die Infis lassen sich laufen hinter denen her, weil die Hunde die ja riechen. Also Opels im Bus. Hat sogar ihr Besuchlicht an, ne? Ja, ja, ich hab da, das kannst du über Zeus machen. War ja wild. Jetzt hat er sie. Ja, jetzt sind sie offen. Direkt. Was macht ihr auch an der Waldkante, Alter? Renzel und Kupi sind Abriss, ja. Darf ich mit in die Infanterie rein? Wir schreien mal ein bisschen rum, oder was? Goldi? Kann man machen, ja. Dann ab in die Infanterie. Ich mach mal gerade Sepp hier rot. Move up, move up. These cherries are right here. Come on, guys. Let's get him. Left side, left side! Get him, boys, get him! Fleeing right, fleeing right! Yeah, man, I'm behind you, I'm behind you. Let's get him. You see him? Oh yeah, they're right there, right there. Reloading. Yeah, I'm done. I'm done too. My arm's fucked up. Let's get back. Let's get back. Get back. Get back. Alter. Du hast Wenzel richtig übergehauen, ja. Ja, Wenzel war ja auch getrennt von der ganzen Gruppe. Ja. Was du auch machen kannst bei dem Chinook, du kannst eben den Läuter-Waypoint machen, dann fliegt der automatisch so ein Kreis da, ne? Okay. Dann kann man machen ja hier mal seinen Läuter auswählen, genau. Und hab dann ich gemacht. Fliegt der da so Kreisdinger drumherum. Ist der auch auf Open Fire mit den Miniguns, ja? Nee, nee. Kriegen wir Wenzel irgendwie. Erst wenn sie beschossen rein? Werden. Ah, okay. Jetzt automatisch so ein bisschen Kreis darum. Aber war schon ein bisschen wild, so auf Englisch. Ja. Aber guck mal, ich die laufen zurück und holen ihre Jungs, das ist gut. In der WW2-Mission habe ich das mit Philipp gemacht, da haben wir einen auf Briten gemacht hier. Das war wild, ey. Hat richtig Spaß gemacht. So, wir geben denen jetzt mal eine Chance. Und zwar, der Chinook macht jetzt einen Abgang. Weil kein Sprit mehr, der ist ja schon die ganze Zeit unterwegs. Gugi und Wenzel sind down, mal gucken, ob sie die da finden. Ja, hier von den Amis ist ein Laser noch an. Ja, siehst du? Den Laser da noch. Okay, also. Ich hab grad noch mal ein bisschen Blut aufgefüllt bei den Jungs. Ja, genau. Lass sie mal versuchen, irgendwie hinzukriegen. Dass sie die Jungs da wieder hochkriegen. Oh, wenn sie die kriegen, dann kriegen sie die. Ich guck mal die beiden. Ich versuch mal den stöhnenden Wenzel zu machen. Ich stell mich da mal hin und ruf mal ein bisschen. Ja, das kannst du machen. Wenzel ist aber auch nicht am. Hier! Hilfe, Jungs! Hier! Hab ich erwischt! Ich hab Wenzel gefunden. Guck, hier ist irgendwo da hinten am Waldrand liegen geblieben. Oh, nee, nicht. Wir tragen den jetzt hier weg. Wo ist der andere? Da habe ich Laserpointer. Wo ist der andere? Komm mit, da liegt ein Jungs. Das sind Feinde mit ER Laser. Okay. So, ihr müsst noch einen zweiten finden. Wer fehlt jetzt noch?
Kugi, ne? Kugi, ja. Ja, dann such den, ich bring den schon rüber. Jungs, helft mir! Ja, bist du laut, laut? Ja. Okay, dann hören sie dich auch. Oh, Mann! Hilfe! Jungs, ich bin hier! Hier, Männer! Oh mein Gott, ich blute aus tausend Löchern! Ich! Ich hab ihn! Ich hab Kugi! Ich trage ihn. Jawohl. Hast du ihn? Sofort, wir legen jetzt Tönnikis an, du Beine, ich Arme. Du stoppst den Oberkörper. Okay, hier auch nochmal ein bisschen Blut aufgewirbelt. Oh ja. Oder so. So. Ich habe bei denen auch noch mal ein bisschen Blut aufgefüllt. Das war tatsächlich eine wilde Idee. Da wäre ich nicht drauf gekommen, aber das ist cool. Worauf? Ja. Dass ihr da so stöhnt und dann euch dann quasi verratet, dass ihr da seid, so mäßig. Ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen, das ist cool. Aber welche wegnehmen? Ja, ein Team weg. Ich wollte auf jeden Fall diese Hundehetzjagd irgendwo einbauen. Das müssen wir gucken, ob wir das bei den anderen auch noch irgendwie hinkriegen. Das hat ja super funktioniert hier. Ja. Ich trage, du nimmst Philipp ist bei Sascha mal wieder abgerissen. Oh, aber ganz ehrlich, wenn Philipp abreißt, dann hat er das, dann ist das halt so. Ja. Und hat Pech gehabt. Sascha hat sich jetzt selbstständig auf den Weg gemacht Richtung Westen, obwohl er noch kein neues Marschziel hat. Aber er geht wenigstens nicht in die Stadt rein, so. Das ist schon mal Fabian gut. Fliegt gleich mal eine Patchy drüber. Nee, keine Patchy. Keine Patchy. Die haben komplett hier, die bleiben einfach stehen, machen Wärmebild an und sehen alles. Also das ist Hammer. Ja gut, aber kann er jetzt mit ihrem Pod auch. Dann schicke ich die Rekommando in die Richtung. Wir machen wir schon eine Frage, wo sollen wir hinkommen? So, hier Kurfürst. 3000 Richtung West. Na, Philipp Berg markant markiert. Ihr Marschziel gewinnen Sie. Rein im Raum. Ende. Also Philipp hat zwar gerade gepinkt, aber dem wird jetzt nicht geholfen. Doch, doch. So, hast du den jetzt hinterher geportet? Ja, der hat irgendwie Probleme zu Hause. Mutti macht Stress, keine Ahnung. Ah, okay, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, da ist einfach nur Abriss, nee. Sascha passt nicht auf oder so. Nee, nee. Was ist mit Googie? Ach, der ist gestorben, ne? Echt jetzt? Ja, glaub wohl. Der ist auf jeden Fuck. Fall in der Base. Obwohl Alter, wir haben dem hab ich noch Dings gegeben, mies Alter. Blut aufgefüllt, ja. Vielleicht kriegen. Ne, Wenzel ist auch tot. Das ist mies, Alter. Ja, ist so. Ist das? Bin halt zurückgeblieben, ne? Ich hol die mal ran. Auch ein Lagerfeuer, ja, Alter. Da sind wir. Kann machen. Hallo. Hallo. Moin. Na Jungs. Ehrlich gesagt, ihr habt euch verdammt gut geschlagen. Nee, haben wir nicht. Warum nicht? Doch. Ich sag hier, Alastor, was ist los? Springt ewig nicht auf, es geht los. Dann frage ich Alastor, warum hängst du hinterher? Hast du keine Stamina mehr? Doch, doch. Und dann Anschluss verloren zu den anderen. Keine Orientierung mehr gehabt und deswegen ist es scheiße. Na, passiert. Willkommen im Durchschlagen. Ja, also das, was wir so gesehen haben, dann das war gut. Ihr wart wirklich gut. Das ist schön. Ist halt ein bisschen blöd gewesen, dass ihr beide halt befohlen wurdet, hinten zu bleiben, ne? Euch zu kriegen war natürlich einfach. Wir hatten alle Nachtsicht. Also motivierend, glaube ich, für alle Beteiligten. Ich habe gute Leistungen gesehen von meinen Leuten. Die Verbindung hat nochmal... Also wurde, glaube ich, nochmal gestärkt, weil einfach mehr Kommunikation notwendig ist. Gerade im Dunkeln, leise und so weiter. Da haben wir, glaube ich, nochmal richtig nachgebessert. Top. Schöne Lagen. Was mich die ganze Zeit halt irritiert hat, logischerweise, war, ist halt deutsches Grenzgebiet und das mit den Amerikanern. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, naja, direkt an der Grenze lang, da vibet halt bei mir was, aber ich muss das immer wieder abschalten. Nee, also die Grenze kannst du hier ausschalten. Ich weiß, also, ne? ich weiß. Aber wenn ich also aus der Grenze sehe... Ich habe auch erst vorgeschlagen, dass wir hier die Grenzer nehmen von der NVA, aber war nicht gewollt. Ist zu modern oder zu oldschool für uns. Also ich hatte vorgeschlagen, dass wir das hier im 80er-Stil mit Grenze und allem drum und dran machen, dass wir über die Grenze müssen, aber Lukas sagte, nee, keine 80er. Ja,
Ja, das fand ich schon witzig, dass wir hier einfach mal aus Ost nach West über diese innerdeutsche Grenze einfach nur mit ein paar Plattenträgern und Feldblusen gekommen sind. Das ist schon irgendwie so ein bisschen ironisch, aber coole Lage, mir hat es Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Die anderen schlagen sich von Süd nach Nord durch, der nächste von Nord nach Süd. Ne, also. Also ich ja. möchte jetzt unbedingt nochmal Fabian zwingen, den scheiß Handstreich durchzuführen, auf seinem Ziel, wo er hin muss. Wenn jetzt zwei Mann an einem verschissenen Lagerfeuer, da muss er jetzt durch, Alter. Dann hat er seine zwei Nachtsichtgeräte mehr und dann können sie sich durch den Wald bewegen. Hast und du dann, das hingesetzt? Da. Ja. Höhe 170. Naja, an die Kreuzung da, ne? Das hätte ich halt auch gerne noch gemacht. Ja, ihr könnt natürlich gerne per Zeus mitgucken. Haben wir Rechte? Können wir euch geben. Ich flieg grad rüber. Ich mach das fix, bin gerade hier. Ja, perfekt. Dass ihr auf jeden Fall zugucken könnt, was noch so passiert, ja. euch auf der Karte bewegen könnt. Denkt dran, ihr habt im ja. Zeus dann auch Nachtsicht. Könnt ihr dann durchschalten, dass ihr auch was seht. So, Googie. Leg. Da. Googie, gute Arbeit. Total, Wenzel. Danke, Wenzel. So. Also wir haben gerade tatsächlich echt alles probiert. Wir haben euch nochmal Blut reingemacht. Ihr habt es ja dann auch gehört, dass wir uns mit den Stimmen neben euch gestellt haben, dass ihr gefunden werdet. Ja. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum ihr jetzt so schnell dann verblutet seid, weil wir eigentlich, haben euch immer mal wieder aufgefüllt. Eigentlich hätten wir euch hochpäppeln sollen, ja. ja. Aber ist jetzt halt deswegen so. Ist das gerade ein bisschen ärgerlich. Aber müsst ihr jetzt durch, leben in der Lage? Ja, nee, bei mir ist das relativ nachvollziehbar, weil ich wurde vorhin schon angeschossen. Ich auch. Als die Patrouille dort, als wir diesen Feuer... Stimmt, da hat sich schon mal ausgenockt. Ne? Ah, okay. Genau, deswegen hatte ich schon mal weniger Saft drin und das geht dann relativ schnell. Ja, also Opitz und Sascha zusammenführen? Ja, würde ich sagen. Dann müssen die sich mal irgendwie ausmachen mit Parole, ne? Frage? Weil es keine gibt. Frage? Na gut, ja. Wenn unsere Figuren hier sind, kann uns dann niemand hören, wenn wir zugucken und ranzoomen? Richtig so? Das ist richtig. Ja. Okay. Und das kann nur passieren, wenn du dich irgendwo hin teleportierst und neben denen stehst, weil du zugucken willst oder so. Ja, okay. Und Nachtsicht durchschalten. N. Mit über N. N. Okay. Also wenn ihr im Zeus drin seid und drüber fliegt, dann habt ihr mit N das Nachtsicht gehört. 1A. Ihr könnt auch M machen, dann seht ihr eine Karte mit allem, was bei Zeus platziert ist. Ja. Und wenn ihr dann irgendwo hin wollt und da gucken wollt, dann könnt ihr einfach das Mausrad drücken auf die Position, dann M wieder drücken und dann ist eure Kamera da. Dann müsst ihr nicht ewig lange über die Karte fliegen. Boah, Mickey hatte aber Stress, wa? Naja, also eigentlich nicht. Die Feinde haben ihn noch nicht aufgeklärt. Fabian hat ihn Verwundeten weder Sandy-Dinge werden getan? Ja, ne, er wurde ja einmal unterwegs angeschossen. Ja, Philipp ist disconnected. Warte mal hin. Na gut. Schauen wir mal einmal hin, was sie getan hat. War das mit Mickey passiert? Wurde er aufgeklärt? Nö, gar nicht. Der läuft einfach rum. Die Patrouille läuft hier ein bisschen. Der wurde halt am Anfang von dem Jäger einmal aufgeklärt, aber seitdem her hat er halt den Checkpoint und die Fort quasi in der Stadt. Hört kommen. Gut, und dann die Patrouille läuft jetzt einfach mal rum. Ja, ob er die mal überfallen will oder so, ich glaube aber nicht. Ich glaube, der will einfach Richtung weitergehen. Marsch. Diese Richtung. Leute. Einzelkurfist. Richtung Südwest 3600. Felsenberg, Zwinker. Ende. Das ist heute halt ein bisschen weniger Geballer und mehr auf andere Sachen konzentrieren. Ne? Ja. Man darf wirklich nicht mit Zeus von oben auf die Gruppen gucken und dann eine Rundumsicherung erwarten. Da müssen wir auf jeden Fall nacharbeiten. Ja. Ja. Es war irgendwann sehr witzig. Da habt ihr euch gerade irgendwo orientiert. Mhm. Du warst der Einzige, der in eine andere Richtung geguckt hat. Der Rest war alles bei der Karte. Ah ja, nee, das war gewollt. Das war tatsächlich gewollt. Da hat Opitz gesagt, dass alle einmal auf die Karte gucken und sich mal orientieren. Fand ich auch so in Ordnung und da ich vorher das schon gesehen hatte, habe ich halt irgendwo hingeguckt, um irgendwie wenigstens sowas wie eine Sicherung zu haben. Okay, Fabian bewegt sich endlich auf die T-Kreuzung zu und muss dann die beiden Schützen da ausschalten am Lagerfeuer, dass er die Nachtsichtgeräte bekommt. Also Philipp hat mir gerade geschrieben, er hätte Kopfschmerzen. Als ich ihn vorhin gefragt habe, was los sei und weswegen er nachteleportiert werden muss, habe ich mir dann seine Mutter schreien gehört. Ja. Also entweder er hat wirklich Kopfschmerzen und wir wissen, woher es kommt, oder er hat keine Kopfschmerzen und da ist gerade irgendwas anderes.
Aber mit seiner Mutter ist da leider irgendwie öfter was. Also ja, die ist genauso. Ich verstehe das total. Die ist genauso wie meine Mutter früher. Total hysterisch. Irgendeine Kleinigkeit passt ihr nicht. Keine Ahnung. Die Waschmaschine braucht zu lange und dann sind wir auf einmal an allem schuld. Gotti Wenzel? Ja. Ja. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, gleich mal zwei KIs übernehmen, weil die werden nicht schießen. Und das Ganze im äußerst östlichen Teil der Karte, kurz vor Fabian, da stehen zwei Peoples auf einer T-Kreuzung an einem Feuer. Ich möchte, dass ihr dann eure Lautstärke hochdreht auf ganz rot und euch unterhaltet über Football, Essen, was auch immer. Weil dann kann ich bei Fabian weiter zugucken. Gogi nimmt den rechts vom Feuer 3600 und links vom Feuer. Richtung Südwest. Moment, ich muss jetzt mal suchen. Felsenberg, Zwinker. Ich sehe es tatsächlich auch nicht. Okay, komplett rauszoomen auf der Karte. Das blaue ist hier vorne an der T-Kreuzung. An der T-Kreuzung, genau. Du nimmst den rechten, Gogi nimmt den linken. Einfach nur einen Rechtsklick auf das Männchen drauf und dann fernsteuern. Nee, funktioniert gerade nicht. Ich kann da nicht reinsteigen mit Rechtsklick. Nee, Rechtsklick ist auch nicht. Steuerung, Linksklick doppelt auf den Typen. Ja, eigentlich kannst du auch direkt, wenn du auf der Karte bist, einen Rechtsklick auf die Dings machen und dann... Remote-Control, oder? Ah, Remote-Control, genau. Das würde auch gehen, ja. Gott, das kann ich gar nicht. Ich teleportiere mich mal rüber. Ich bin gleich wieder bei euch. Jo. Max, wir haben da ein Feuergefecht bei Miki. Könnt ihr mal mit einsteigen? Ja. Okay. Hier ist hier die Richtung abgekommen, was? Wer lebt hier noch? Robikov. Sean, are you up? Boy, where are you? Yeah, I'm up. They hit me pretty bad. Okay, let's get out of here. Okay, come on, I'll cover. See him. Get him, driver. Get in, boys. Yeah, wait up. Sean's got hit. I'm gonna load him in. He's in. Get to the gun now. Go, 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 go. Keep going on this road. You'll see the checkpoint on the left. There's all guys going in there again. Wo sollen wir hin? Du kannst jetzt auch wieder Deutsch reden, wir sind weit genug weg. Boah, ich sehe gar nichts mit diesem Nachtsichtvisier, Alter. Oh, Kontrast. Kurve, jetzt nach links oder was? Ja, scheint unser Checkpoint zu sein, okay. Das war lustig. Haben sie jetzt hier einen liegen lassen oder was? Martin Hamsen ist Abriss, der humpelt. Miki ist ausgewichen. Jetzt herkommen, wir haben nicht viel Zeit. Ja, ich weiß, aber wir, naja, die Aussage war, wir dürfen keinen liegen lassen. Das macht mich jetzt irgendwie. Lass die Gruppe da raus, Lukas. Das macht keinen Sinn. Die sollen den holen und nicht liegen lassen. Ja, gut, haben die überhaupt gerafft, dass da einer fehlt? Ist die Frage. Ja, haben sie. Ich bin gerade bei denen. Okay, ja, das wusste ich nicht. Geh mich?
Ja, aber ich habe da jetzt schon rumgerufen, move up und move up. Das ist das einzige Nachtsichtgerät, wir sehen gar nichts, ne? Lucky ist jetzt auch tot. Kann nicht sein, dass da keiner ist jetzt mehr. Ja, die sind gerade abgehauen, das war ein Trupp, die sind abgehauen. Wo kommt denn jetzt der andere Trupp auf einmal her? Die war die Patrouille außen. Ah, nee. Patrouille, die sie eben schon über die Freifläche gesehen haben. Martin humpelt auch noch, deren Sunny ist weg. Das ergibt jetzt keinen Sinn. Die sollen sich jetzt erholen und verpissen. Du hast denen gerade 5 Mann auf den Hals gesetzt, wo die noch 4 sind. Dann werden die jetzt im Haufen geballert, dann passiert da gar nichts mehr. Die sind alle ohne Night Vision mit Lichtern durch den Wald gelaufen. Dann müssen sie nur auf das Licht schießen, dann sind die tot. Dann machst du nichts. Ja, das stimmt, aber die Strafe haben sie jetzt gekriegt. Da werden sie ja wohl draus gelernt haben. Wie lange wollt ihr die Lage heute ziehen? Weiß ich nicht, 23, 24 Uhr. Pi mal Daumen, okay. 24 Uhr, peilen wir mal an. Naja, ansonsten hätte ich gerade den perfekten Abholort für Fabian gefunden, ne? Wo? Er läuft ja gerade auf die T-Kreuzung zu, wo ja. Goggi und Wenzel gerade stehen, die beiden Roten. Ja. Davon in der Verlängerung Richtung Ost. Da kommt im Wald 1, 2, 3, 4 Gebäude. Ja. Dahinter ist eine Freifläche, da hätte man ihn wunderbar abholen lassen können. Nee, die müssen noch ein bisschen weiter. Frage ist, wo schickt man ihn danach hin? Kannst ihn ja wieder ein bisschen zurückschicken Richtung Buchberg oder Schwanefeld oder was auch immer. Oh, ah, Lucky ist auch tot, den hole ich mal ran. Aber gib jetzt hier nicht jedem Zeus, weil das artet sonst aus. Wir können ja zugucken. Nicht... Zugucken dürfen naja, sie. Aber natürlich. Das ist schon ausgeartet, weil sie zugucken durften, sind dann irgendwelche Dinge passiert, das ist nicht gut. Ja, wenn weil das passiert, Ahnung, also ich sag ihm das jetzt, ne? Ja, wenn aber... was passiert, dann kriegt er halt einen auf den Sack. Ja, aber dann können wir ihm nämlich nicht das Zeugs einfach wieder wegnehmen. Das geht halt nicht. Doch, natürlich geht das. Du kannst kein Zeugs wieder wegnehmen. Du musst ihn dann neu connecten lassen. Das ist nicht letztens. Hashtag Kick. Fertig. Hallo, Lucky. Lucky und Lucky? Dimitri machen gerade hier Aufklärung im Ziel. Die werden dann noch die 2 toten Amis hier finden. Und Lucky wird ja gleich wiederkommen. Das leckt gerade ein bisschen, der Server. Also muss man ein bisschen aufpassen, wie viel wir spawnen noch. Schnitt an Position, Frage, wohin geht's weiter, kommen. Ja, wichtig ist, Position genau einhalten, dort warten. Absicht ist es, sie mit einem anderen Trupp zusammenzuführen. Dieser ca. 3 Kilometer nordöstlich kommen. Eins, hier, Kurfürst, kommen. Erreichen Sie Marschziel ab jetzt in circa 2-5 Minuten. Dort eigene untergezogen. Absicht ist es, Sie beide zu vereinigen und dann Abholung am Abholpunkt zu organisieren kommen. Gerade schon ziemlich hart, ey. Ja, weil hier überall auch irgendwelche komischen Fallschirme außerhalb der Karte sind. Ja, das sind die von den Ambient Flybys halt, ne? Ja, und leere Sachen löschen, ne? Mehr sage ich dazu nicht. Funktioniert schon ganz okay dann. Du wirst hier Alpha 1 kommen. Ja gut, aber so viel liegt halt eigentlich auch nicht rum. Also ich habe schon deutlich mehr geplaced, hallo. Das kann ich jetzt sehen, ja. Seht ihr? Ja? Hello, was ist hier los? Du bist tot. Haben die schon das? Ist ja bei den Zeusen quasi. Die haben das Lagerfeuer übersehen, Alter. Oder er läuft straight up dran herum. Also ja, Fabian müssen wir jetzt gleich anschießen. Er weiß, dass er dahin soll. Der hat die auch schon aufgeklärt. Ich weiß nicht, was er da jetzt gerade versucht. Frage, Parole kommen. Hilft sich auch über das mit zuschauen? Möglich? Mal ganz kurz warten, oder? Was machen wir für eine Parole, die wir den Jungs mitgeben? Apfelbaum, Currywurst. Currywurst, Pommes. Curry und Wurst ist eigentlich schon ausschlaggebend. Curry und Wurst, genug. Okay. Ja, dann machen wir das so. Ich glaube, am Sonntag ist sogar Tag Parole, der Currywurst. Charlie, Whisky, Curry, Wurst. Komm an.
wo hier Kurfürst kommen. Oh, scheiße. Oh. Parole: Charlie, Whisky. Curry, Wurst. Ende. Lass jetzt mal bei Mickey noch ein Humvee anfahren. Dann mache ich da mal ein paar Hunde-Sounds, dass die mal ein bisschen das Gefühl bekommen. Hast du ihm noch ein Ziel, ein neues Ziel gegeben? Ja, die wissen, wo sie hin müssen, ja. Wohin denn? An die Kreuzung, da wo der nächste, wo der dieser Outpost steht, da wo die zwei Fahrzeuge stehen, nordöstlich von denen. Ja, aber du kannst sie nicht direkt auf Feind drauf schicken. Aha, ja, die wollte ich gleich noch ein bisschen umplacen. Ich sitze jetzt noch weiter nach unten. Außerdem hat Max das selber ja eben auch getan. Na, endlich. Gut. Fabian hat sich dazu entschieden, die beiden Schützen auszuschalten. Wahnsinn. Der Hammer. Mal leiser machen. Ganz laut. Nein, nein, die orten uns doch. Du bist laut. So, wer war jetzt hier gerade noch? Mal kurz. Der Zeus haben wollte und zugucken wollte. Fabian. Okay, aber ich hab das noch nie gemacht. Müssen wir die wegmachen? Okay. Ich weiß. Wer denn da? Gehen jetzt erstmal hier hoch auf den Hügel. Mir nach. Hier, dicht bei mir. Okay, du bewegst dich einfach nur mit. Also, du spawnst nichts, du tust sonst nichts. Keine komischen Dinge anklicken, vor allen Dingen keine Einheiten anklicken und Rechtsklick machen, weil dann gibst du den Wegpunkt. Wenn du es doch tust, wird hier gleich in die Admin-Zeile Kick geschrieben, ja? Und dann gibt's Salak von oben. Wenn du jetzt Z drückst, dann kommst du in das Zeus rein. Ja. Dann kannst du einmal N drücken, dann siehst du erstmal schon mal alles in Nachtsicht. Ja. Dann machst du die Karte auf mit M. Ja. Rollst ein bisschen raus und da, wo du zugucken willst, drückst du einmal das Mausrad nach unten auf der Karte, dann geht deine Kamera da drüber, dann drückst du wieder M und machst die Karte also, zu. Und dann... Wenn ich dir jetzt irgendwo zuschauen möchte, sag mal bei meinem Trupp jetzt hier. Ja. Bei wem warst du? Mickey. Du fliegst einfach mit deiner Kamera dahin. Genau. Dann scrollst du jetzt raus und oben links klickst du dann einmal mit dem mittleren Maustad in die Nähe von den Jungs. Ja. Einfach auf der Karte, dann machst du die Karte zu. Und dann kannst du dich mit WSA und D und dem Mausrad hoch und runter bewegen. Und dann kannst du dann nebenher springen. Ich drücke jetzt mein mittleres Mausrad auf Welke, dann kann ich da immer noch hinfliegen. Genau. So, mittleres Mausrad. Und dann machst du die Karte zu. Karte zu. Jetzt einfach nur mit WASD fliegen. Ja. Und mit Q und E kannst du hoch und runter machen. Wie kann ich nach rechts und links gehen quasi? Also mit der blaue. Oh, warte mal. Oh, der. Okay. Lief das? Ja, ne? Ja, es hat lange gedauert. Es hat sehr lange gedauert, aber oh Gott. Mir wären noch die Themen ausgegangen jetzt. Ja, die haben ziemlich lange gebraucht. Die haben euch noch ein Nachtsichtgerät mehr, damit sie jetzt jeder eins hat, weil Frank ist komplett lost. Aber die Dudes haben selber auch welche am Mann, ne? Also wenn die looten, jetzt hast du denen drei gegeben. Verstehst du? Jeder von den Amis, den sie gerade erschossen haben, der hat eins. Ja. Okay. Ey, was, wieso ist denn Fabian verletzt? Franke hat jetzt gerade Hedy in den Arsch geschossen. Auch nicht schlecht. Das kann nur sowas sein, weil ich habe wirklich, also ich habe 45 Grad hoch und habe ein bisschen rumgeschrieben. Ja, Leute. Das ist schon, also jetzt mal unter uns gesprochen. Wer ist denn alles hier? Ja, hier Kurfürst, somit warten Sie zwei. Ende. So, wo schicke ich ihn jetzt hin? Wen denn? Fabian. Will ihn eigentlich weiter Richtung Norden schicken. Alter, wer schießt denn da Franke? Ja, der ist lost. Komplett. Nein, der schießt auf die Leichen. Lucky, ich hat's auch erwischt. Na, willkommen. dann soll er jetzt. Hey, Einsatzleitung. Yep. Würdet ihr das Abfeuern von ein paar 120 mm Mörsern als produktiv für das Szenario empfinden? Nee. War nur ein Witz. Ist gut. Also, ich verstehe, was du meinst. Wobei, also wenn ihr trefft, könnt ihr von mir aus gerne gleich Illum schießen, wenn es zur Lage passt. Ja. Das könnt ihr gerne machen. Nee, das ist für mich noch zu unsafe. Da
Das wird was Mist. Ihr könnt ja auch den Artilleriecomputer nutzen. Wir haben es jetzt 22:42. Müssen sie so langsam in die Abholzonen schicken, ne? Ja. Das Problem ist, Lukas hat auch wieder 20 Milliarden Feinde platziert, ne? Ist halt typisch Lukas, wenn er zeust. Wo schicken wir Fabian hin für eine Abholzone? Wo ist denn unser Trupp? Wie kann ich meine Kamera in Richtung bewegen? Also quasi. Via SD. Du hältst die rechte Maustaste gedrückt und kannst dich dann mit der Maus bewegen. Nach rechts, nach links. Aber ich kann jetzt nicht runtergehen, ich kann jetzt nur hochgehen. Ja, dann gehst du mit dem Mausrad runter. Lässt die rechte Maustaste los und scrollst einfach nach unten. Oder scrollst mit dem Mausrad raus. Kannst auch Q und Y drücken, dann geht's hoch und runter. Oder Q und E, weiß ich gerade gar nicht. Ne, Q und Y ist es eigentlich. Q und Y. Danke. Gut. Ich muss einen Punkt für Fabian finden. So, Moment. Lagerfeuer. Den schicken wir weiter Richtung Nord. Wo willst du mit dem Heli landen? Ich kann nicht Heli fliegen. Wir machen das mit dem Auto. Okay. Wir machen das mit Füchsen, glaube ich, am besten. Dann nehmen wir das Waldstück nördlich von Behnsdorf bei Höhe 151. Ich stelle mal hier Google-Channel ein. Kommen. Ja, irgendwo da. Kriegen wir schon hin. Ja, bewegen Sie sich zum nächsten Punkt. Hatte ich jetzt gesagt, 151, wo ist denn das Ding? Auch er nicht mehr, aber das wäre jetzt eher nördlich von Behnsdorf. Nee, zwischen Höhe 151, 146 kommen. Also für die Zeit, Ende. Die wir jetzt noch haben, geht's eigentlich. Ich jetzt noch vielleicht anderthalb Kilometer oder so. Was erzählen? Ja, komm, Sprung. Auf. Okay, Opitz hat erkannt, dass er mehr Gas geben muss. Das ist gut. Er wird jetzt gleich auch hier auf den Weg zulaufen. Dem kann er theoretisch eigentlich nur folgen. Und dann wird er so auf Sascha drauflaufen. Dann weiß er, dass er noch ein bisschen links bleiben muss und dann kommt das hin. Also gibt es gleich Blau und Blau? Oder was? Nein, nein. Die sollen zusammenkommen und dann werden die zusammen abgeholt. Und als Abholpunkt, Max? Ja, Moment, ich höre. Wo bist du gerade? Bei Sascha, Mitte der Map, warte, Steinberg. Warte, ich bin am Rotieren. Da ist... Ne, da sind wir. Da ist Sascha. Sascha ist dort, ja. Genau. Steinberg. Opitz läuft jetzt von Norden auf ihn zu. Ja, sehe ich. Die sollen sich da vereinigen. Ja. Und dann Richtung Westen, was ist das, ein Kilometer oder so? Ja, genau. 1100. Da ist so ein Bauernhof oder was das ist. So ein Mastbetrieb, ja, so sieht das aus. Ja. Sehe ich. Da sollen sie hin. Ja. Und da werden sie abgeholt mit Füchsen dann. Okay. So, aber Opitz bekommt jetzt erstmal noch eine Kolonne Humvees. Entfernung, wie weit hat Fabian dann das jetzt? Nochmal 3,5 Kilometer, die arme Sau. Die sind aber auch echt viel am Laufen. Ja, ist auch der Sinn dahinter. Ja. Der Helikopter fliegt jetzt genau bei Biki rüber. Auf jeden Fall eine gute Atmosphäre in der Lage heute. Mhm. Ja. Es ist halt heute nichts zum Ballern. Es ist halt heute echt sich... sinnig durchs Gelände bewegen, gucken, wo kann ich den Wald ausnutzen, um mich anzunähern, wo muss ich leider Gottes über eine Freifläche springen, kann ich mich nach rechts oder links verschieben, damit ich länger im Wald bin, auf die Lautstärke achten und. Wir hatten vorhin den Trupp geführt, der mich umgelegt hat. War da jemand von euch dabei? Das waren Lukas und ich, ja. Ne, wir waren zu dritt. Wir waren alle drei da tatsächlich. Ah ja. Hätte ich da was anders machen müssen? Naja, ihr habt euch halt abgetrennt vom Rest, ne? Das war halt so ein überschlagenes Vorgehen-Ding, glaube ich, ne? Nee, das war es eben nicht, weil der Abriss, also mein Job war es ja hinten aufzuräumen. Und dann habe ich halt Allerstor vorgeschoben
also vorgetrieben, aber der gefiel sich darin, möglichst langsam zu laufen. Da war schon der Abriss da. Okay. So, und dann habe ich ihn halt angetrieben und dann habe ich gefragt, ob er noch genug Stamina hat. Und da habe ich gesagt, ja, da sage ich, na dann los, 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 weil wir haben die scheiß Hunde gehört, scheiß Hubschrauber kam, Abriss zur Gruppe vorne. So. Mhm. Ja, Micky hat mir gerade vollkommen fälschlicherweise gemeldet, dass er seine Koordinate erreicht hat, obwohl er noch gar nicht überhaupt in der Nähe davon ist, noch 500 Meter entfernt ist. Aber gut, das kann ich natürlich über Funk nicht wissen. Also habe ich ihm jetzt eine neue Koordinate gegeben, weiter Richtung Norden. Wo soll er denn hin? Die sollen jetzt auf die, also wenn du jetzt Richtung Nord, Ost, Nordost schaust, da ist so eine Kreuzung. Ne? Da sollen sie jetzt dieses hin. Und irgendwann, irgendwo nordöstlich davon an den Feldern ist dann später der Aufnahmepunkt. Quasi da, wo ihr die Feinde habt, oder? Was? Da, wo ihr die Feinde habt? Nee, nee, weiter Richtung Norden. Also da, wo sie jetzt gerade nicht sind. Ach, das mal zu. Okay. Also es war eigentlich doch so ein... Gibt nichts Besseres, wenn man selber zockt, wenn die Freundin irgendwie gut vertan ist. Das ist das Beste. Ja. Das ich hab... Der Hund war draußen, hat geschissen, hat gefressen, ist ausgebaut und liegt und pennt. Der liegt tatsächlich auf der Couch und pennt und meine Frau sitzt vor ihrem Rechner und zockt irgendwas. Ja, und ich weiß was. Aber Ruhe, sie hat halt ein großes Verständnis dafür, dass ich spiele. Mhm. Auch gut so. Ansonsten wäre das hier sehr, sehr unentspannt bei uns zu Hause. Meine sagt immer, lieber du spielst Computer, als du spielst am Spielautomaten. Ja, definitiv. Weil es, wenn ich so rum. Opitz hat, glaube ich, Navigationsschwierigkeiten. Kann ich die Karte nicht auf? War da kein TomTom bei, ja. Aber es ist auf jeden Fall geil, wie ihr das hier hingezaubert habt. Ich hatte. Ich hoffe, das mit den Hunden hat gefallen. Ich fand das übel nice. Ich habe das bei Micky gerade eben auch eingespielt mit den Hunden. Das mit den die Hunden. Sind auch sofort losgerannt, ja. Mega, macht tierisch Stress, ideal. Tierisch Stress. Also ich habe das, ich habe das halt so simulieren wollen, oder der Gedanke dahinter war, dass ich die Hunde setze und die riechen euch und rennen euch hinterher und leiten halt die Infanterie. Und deswegen haben sie euch gefunden und dann halt hops genommen. Mhm. Das ja? waren aber jetzt... Waren der Hubschrauber war dann auch über Funk mit denen verbunden und ja. Aber sag mal, hätten wir uns jetzt so schnell von dort verpissen können? Nach diesem Feuerüberfall? Also ich habe euch Zeit gegeben, nach dem ersten. Da hättet ihr kurz in die Leute reingucken müssen. Und dann, wie ich es auch am Anfang in der PowerPoint gesagt habe, 30 Minuten Vollgas. Ja. Das hat fast keine Gruppe am Anfang gemacht, außer eure. Ihr habt die 3 Kilometer geschafft. Grundsätzlich gilt 10 Minuten pro Kilometer. Oder pro Kilometer 10 Minuten. Wenn du 30 Minuten hast, musst du mindestens 3 Kilometer schaffen. Weil das macht einen Radius von 3 Kilometern für den Suchradius. Na, kannst du dann mit Pi verrechnen, so wie es allgemein bekannt ist, und dann weißt du Bescheid. Sag mal, Sascha steht jetzt gerade nur dumm rum, ne? Ja. Der tut gerade gar nichts. Achso, da fährt ein LKW vorbei oder irgendwas. Ein Auto. Weil ansonsten würde ich sagen, da muss der muss jetzt halt was zu tun haben. Den Männern wird er unheimlich langweilig. Ja, das kann sein. Die müssen mal irgendwas zu tun kriegen. Opitz braucht halt einfach so lange, ne? Ja, deswegen müssen wir die halt beschäftigen. Das der LKW, schön, wir... der ja? LKW, der explodiert ist, der war das gewollt oder war das Armer? Jein. Sagen wir einfach mal okay. Jein. Gut. Wir haben, oder Goldi hat dann gerade von Blue 4 auf Red 4 umgestellt. Und der LKW war halt noch Blue 4 und dann kam direkt die erste ULG geflogen, also die 40 mm und normale Granaten und dann ist das Ding halt explodiert. Wir können das aber so betiteln, weil er durch den Zaun durchgeknallt ist, hat er sich den Tank aufgerissen und irgendwer hat eine Kippe weggeschnipst. Wie kommt man aus Zeus passiert, raus? Passiert. Wieder mit Z, dann bist du aus Zeus raus, dann sitzt du wieder am Lagerfeuer. Gut. Danke.
Sehr schön, Fabian, dann geht großläufig die Stadt. Opitz macht einen Fehler. Ich glaube, er denkt, die Straße, an der er jetzt gerade entlangläuft, ist der Weg, an dem er entlanglaufen soll. Schwierig. Zwo hier, Kurfürst, kommen. Die Amis durchsuchen jetzt bei Mickey gerade den ganzen hier Wald Kurfürst, hier mit Amis und so. Ja, falsches Funkgerät, sorry, weitermachen. Bewegen Sie sich west, ca. 700 bis Waldkante. Dort Aussicht halten, nach eigenen kommen. Der hilft der nächsten, muss ich mir gleich noch ein Snickers-Eis holen, ne? Zucker nicht, oder? Mein Problem ist... einfach, weil ich Bock drauf habe. Nee, der Edeka über die Straße hat gerade Rittersport reduziert. 79 Cent. Das hast du die ganze Zeit am Lagerfeuer gefressen. Ich habe mich gefragt, was mampft der denn da bei seinem Denglisch-Reden, Alter? Achso, nee, das war tatsächlich noch der Rest von meinem Dinner. Was gab's denn, Nickers? Da gab es einfach nur... Sulianka. Nee, da gibt es auch diese recht preiswerten und sehr guten 750 Gramm Packen gefrorenes Gemüse, immer solche asiatisch oder italienisch so. Bauernzeug. Das esse ich unglaublich gern, weil das ist preiswert, schnell, verhältnismäßig gesund. Dieses Collapse All funktioniert bei mir nicht mehr. Die ganze fucking Einheit ist einmal rausgehen aus Zeus, wieder reingehen. Guter Punkt, danke. Uff, was macht er denn hier? Alles klar, Bahnschienen überfahren ist nicht so leicht für KI. Da fährt man erstmal einen Bogen. Wo ist denn hier der Little Bird? Und das SOCOM. Oh, Fabian, nutzt die Bäume zu deiner Linken, Alter. Spring doch nicht nur komplett hier über die freie Fläche. Echt, Fabian, Akademiker aus Bavue. Hattet ihr vorher jetzt schon eine Idee, wie ihr den Ablauf macht, oder? Nein, das ist dynamisch. Alles on the fly. Geil. Literally alles, ja. Gute Leistung. Weil das kannst du, glaube ich, so nicht vorher irgendwie durchplanen, weil man halt wirklich auf das reagieren muss, wie ihr euch... Ich setze jetzt gleich neben Mickey direkt an der Freifläche, wo er gerade ist, Infanterie mit dem Heli ab. Das, haben die sich irgendwie zu erkennen gegeben? Wer? Mickey? Nö, bis jetzt noch nicht. Also die wurden vorhin aufgeklärt bei dem Feuergefecht und seitdem ja durchsuchen die Amis halt komplett den Wald hier, wo die Richtung ist. Okay. So. Ja. Also der Heli fliegt die ganze Zeit, die Amis fahren da durch die Gegend und der andere Blackhawk setzt jetzt halt genau dort die Infanterie an. Falls du dich wunderst, dass das für New Backlab ist, ist ein Helibet Invisible. Das würde ich immer setzen, wenn du den Heli irgendwo landen willst, wo sonst nicht gelandet wird. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Was denn? Das ist ein Helipad oder was? Ja, ich habe ein Helipad Invisible gesetzt, damit er da landet. Okay. Damit er ja auch genau dort landet. Jetzt bin ich gespannt, was Fabian tun wird. Also die kommen zu spät. Die hängen jetzt noch, sind das 800 voneinander entfernt. Oha.
Ah, sehr schön. Aber später, danke. Das sieht man gar nicht, schade. Machen wir es anders. Ja. Mir über Eschenrode. Einzige Wegkreuzung. Kannst du mir da mal einen Schwung mit Suchscheinwerfer in Richtung, ja, sagen wir mal, links an Fabian vorbei und drüber schicken? Warum machst du es nicht selber? Wer hat denn den Chinook? Ja, die Amis natürlich, aber ich mach schon das gut. Auch dafür immer so lange. So, Micky hat jetzt einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat gerade gefunkt, während hier Blackhawks über ihn rüberdüsen und so weiter. Oh. Weit für 120 mm, was? Wenzel, der Mörsermann. Ja, hab total Bock. Gar nicht. Also der Chinook will irgendwie den Zuscheinwerfer nicht anmachen. Ja, das könnte ich auch gerade nicht. Warum auch immer? Lass den mal langsamer fliegen. Hallo? Hören Sie mir das? Treibstoff? Warum hat er so wenig Treibstoff? Wer, ja, der Chinook? Ja. Weiß ich nicht. Ich mach den mal voll mit Treibstoff. Ja, kannst du machen. Dann hat er jetzt auch einen Scheinwerfer an. Ich weiß nicht, ob Opitz denkt, dass er da ist. Ich frage ihn einfach mal. 1, hier Kurfürst, kommen. Frage. Haben Sie Marschziel erreicht? Kommen. Ja, so verstanden. Ihr Auftrag ist es, Kontakt mit eigenen herzustellen. Kommen. Irgendjemanden gesehen hier in der Nähe? Unser Auftrag ist es jetzt, Verbindung mit denen herzustellen. Mal gucken, ob wir sie finden. 1, hier Kurfürst. Nachfrage. Befinden Sie sich präzise an Position Felsberg? Kommen. Dann Marsch, Marsch. Ende. Ist kein Berg, du Monk. Russe kriegt raus aus dem Gebüsch. Jawohl. Er sagt, alle sollen rein und Russe kriegt raus. Ich funk Opitz an und sage ihm, er soll sich zum Felsberg bewegen. Das Ding heißt aber Steinberg. Wir sind hier. Und er sagt, hier ist kein Berg, du Monk. 1 MKZ. 1,8 Entfernung. Gucken wir, was rauskriegt. Ungefähr 350. Verstanden? Und auf. Eins geht. Weit ist Fabian denn noch? Oh weg? Gott. Er ist gleich da. Mann. Ja, mit Buschdeck. Es geht eigentlich oben links. Eins, Hinweis.
Auf der Karte ist markant markiert der Steinberg. Codename Felsberg. Hier Aufnahmeposition mit eigenen Punkten. Kommen. Sehr gut. Uff. Hierhin? Nein, wir sollen dahin. Mickys Truppe wird da gerade ein bisschen niedergelegt. Neuer MKZ. MKZ 24, oder? 400. Westlich von Steinberg befindet sich 2. In Stellung an Waldkante. Ende. So, halt, wir haben es jetzt 23:03 Uhr. Dann lasse ich Fabian jetzt gleich unterziehen. Ja, Fabian können wir jetzt unterziehen lassen, den holen wir dann ab. Dann sind die Ersten. Ja, Mickys Gruppe wurde gerade komplett aufgerieben. Wieso? Entfernung. Naja, die wurden durch, also die Infanterie, die abgesetzt wurde, hat die verfolgt, weil sie gefunkt haben, ne? 100. In die grobe Richtung. Micky hat dann einen Feuerüberfall gestartet. Und rechts von denen stand halt auch noch ein Hambi auf der Straße. Naja, und der Hambi hat halt den Rest gemacht. Die Infanterie haben sie relativ gut bekämpft, also die ist tot. Aber der Hambi hat halt ordentlich reingebumst. Mickey ist der Einzige, der gerade noch lebt. Und ja, ja, einer ist schon tot, die anderen beiden sind bewusstlos. Blackhawk fliegt jetzt gerade nochmal rüber, weil er das halt natürlich alles mitbekommen hat da. Das ist eigentlich nicht der Plan, die sterben zu lassen, ne? Nö, war es meiner auch nicht. Aber wenn du halt anfunkst, während halt gerade der Feind neben dir absitzt, ne? Das ist halt schwierig. Ja, eigentlich schon. Also da war halt wirklich ein klarer Fehler irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass Mickey hinterher angepisst ist. Frage erreichen, Wegpunkt kommen. Martin, wäre es der Einzige, der Mickey das war ein Nein. Ja, für alle, die jetzt nicht Zeus sind, ich bringe euch dann mal rüber an die zu den anderen, ja? Und dann chillt ihr da eine Runde. Wir machen euch da ein Lagerfeuer an, dann könnt ihr euch sehen und dann geht das los. Ja. Ah ja, okay. Die alle aufgetaucht jetzt. Moin. Hey Kurfürst, Frage, haben Sie den nächsten Wegpunkt erreicht? Komm. Ich mach mal deinen Chinook da weg, ne? Ja, ich wollte ihn eigentlich noch einmal rüberfliegen lassen, damit er nicht funkt. Ja, aber passt. Würde ich jetzt nicht machen, weil wir wollen ihn da ja gleich abholen. Wenn da jetzt ein Hubschrauber kreist, dann ist das kein Abholpunkt. Nee, er wäre halt noch einmal rübergeflogen und dann zu dem anderen Heli. Ich glaube, den hast du auch schon gelöscht jetzt, ne? Mein ja. Blackhawk macht sich auch gleich ab, weil der auch keinen Sprint mehr hat. Genau, zu dem Blackhawk wäre er dann auch rübergeflogen. So, Opitz müsste jetzt auf die eigenen zulaufen. Oh, wo läuft Hendrik hin? Sind nur noch wir beide hier? Lukas ist weg, okay. Leuchtkugel? 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 Ja, das ist ein Flugzeug, ne? Ein Leuchtkugel. Okay. Zigbee. Ich glaube nicht, dass unsere Leute eine Zigbee schießen. Ja, aus Mickys Durchschlageübung ist gerade ein Einzelkämpferlehrgang geworden und das nicht im Sinne von alleingestellte Gruppe. Naja. Im Sinne von alleingestellter Micky. Aber so ist das immer. Der Arme. Wer pinkt da? Dimitri. Mörder war bei Micky. Du kannst auch zum Lagerfeuer sitzen.
Weiß nicht, ob er jetzt hier rafft, dass Martin da noch liegt und am Ausbluten ist. Glaube nicht. Ja, Martin ist auch gleich bald weg da. Ja. Ja, Micky lasse ich da jetzt auch ganz ruhig machen. Ich glaube, der hat genug gehabt jetzt. Hat er noch Funk? Ja, der hat auch per Funk. Der weiß, ich glaube, Opitz hat seine Jungs gefunden. Ich hab ihm gesagt, dass er sich zum nächsten Wegpunkt machen soll und dann dort mit Aufnahme demnächst rechnen kann. Also ich gebe ihm dann eine Landezone durch und dann soll er sich dahin bewegen. Whisky. Kann ich hier Richtung Norden. Wo ihr denn jetzt her? Ja. Wir haben ewig nach euch gesucht. Wollt ihr irgendwie die Aufnahmescheiße dann gesammelt machen? Oder soll Opitz das sagt, die Profis machen? Haben uns in die falsche Richtung geschickt. Ah ja, Hurensohn. Hat dir klar gesagt, wo du hin sollst. Ja, wie stellt ihr euch das vor wegen der Aufnahme? Soll ich das dann einfach mit Micky machen oder wollt ihr da irgendwas machen? Oder nö, ich werde jetzt die Jungs gleich da unten hinschicken, an den Bauernhof. Und dann werden wir die da mit zwei Füchsen aufnehmen und dann geht das los. Und das gleiche machen wir bei... Bei Fabian mache ich das auch gleich. Ja. Soll ich mich dann alleine um Micky kümmern oder wie machen wir das? Ja, kannst du machen. Aber hier ist eine Straße, da kann ich eigentlich gut auch mit Fahrzeugen anfahren. Landet der Kollege auch jetzt nochmal? Wie hast du das mit diesem Helipad gemacht? Du suchst einfach Helipad in Witzere, setzt das irgendwo hin und dann nutzt der Helikopter das mal als Logik, um da zu landen. Und da muss ich einfach Rechtsklick drauf machen? Nur einfach die Rechtsklick in die Gegend machen, musst du eigentlich schon reichen. Nö, der Heli schwebt da jetzt einfach nur. Strange. Nichts. Micky schlägt sich jetzt alleine durch. Oh Mann. Wenn das mit dem Heli funktionieren würde, dann lasse ich die vielleicht auch gleich einfach mit dem Heli abholen. Dann solltest du schon selber fliegen, wenn es ein Heli ist und du da Leute aufnehmen willst. Dann machen wir es mit dem Auto. Ich brauche auf jeden Fall gleich noch dich und Max für die Aufnahmen jeweils, ne? Ja. Dass wir mit aussteigen. Dann brauche ich euch auch, wie gesagt. Ne? Ich habe jetzt hier, muss quasi stehen. Hattest du Fabian gesagt, dass das schon sein Abholpunkt ist? Naja, ich habe ihm erstmal gesagt, er soll zwischen Höhe 151 und 146, das heißt, da ist er fast. Dass er da hin muss. Ja. Er weiß aber noch nicht, dass das Aufnahmepunkt ist. Er soll sich dann gleich bei mir melden. Das musst du ihm aber zwingend mitgeben. Weil er darf sich am Aufnahmepunkt nicht melden. Dann ist wird sein Aufnahmepunkt gepeilt. Wie hatten wir den? Ja, okay. Mach ich's. Dann funktioniert's an, sagst ihm Funkstille, hier Aufnahmepunkt, ja. Ende. Alpha 3, hier Kurfürst. Komm. Sehr gut. Kommen. Sie haben kommen. Ihren Aufnahmepunkt erreicht. Ab jetzt. Funkstelle zusammengeschlossen. Frage nach weiteren Vorgehen kommen. Verstanden. Auf warten. Eigene Kräfte Ende. Warten. Warten. Gut. 2 hier, Kurfürst. Oh. 600 westlich. Bauernhof. Hier Aufnahmepunkt. Also Position gewinnen, Funkstille halten. Eigene Kräfte sind auf dem Weg. Aufnahme in 1-0 Minuten. Ende. Also Micky ist jetzt auf dem Weg. Der wird in, sagen wir mal, 5 bis 10 Minuten da sein spätestens. Gut, Fabian lässt unterziehen. Der geht davon aus, dass ein Heli kommt. Wird dann feststellen, dass ein TPZ kommt. Okay, 5 Leute, ja, nur TPZ. Gut, wo brauchst du mich? Es war 2 noch mehr Drehflüge am Raum über diesen Bauernhof, komm an. Verstanden. Führen Sie aus. Ende. Gut, Männer zuhören. Auftrag ist es. Wir haben
Richtung Wesen 600, einen Bauernhof. Dort, wo der Flügel gerade noch gestanden hat. Brauchst du mich jetzt? Dort ist unser Abholplatz. Nee, wir holen jetzt Fabian ab. Wir holen jetzt Fabian ab. Wir holen jetzt Fabian auf. Ich setze jetzt Füchse, zwei Stück, bei Behnsdorf. Einer reicht. Einer reicht. Dann nehmen wir einen und dann setzen wir uns zu dritt da rein. Ja. Ja. Okay. Selbes Vorgehen. Ja, mach. Kurzen Reihe, eins geht. Ich bin mich schon mal hin und rüste mich mal kurz aus dafür. Geht. Eins geht sich hin. So, ich bin auch da. Miki ist nämlich gleich fertig. Der müsste gleich da sein. Denk dran, noch ein LLM einzupacken, ne? Bin dran. Und eine Lucy könnt ihr euch auch mitnehmen wegen mir. Da hab ich auch schon drauf. Können wir neben Taschenlampe dann? Ja, ne? Können wir machen, ja. Schalte ich dann nochmal um hier. Flashlight. So. Hast du da irgendwie ein Erkennungszeichen mit denen ausgemacht? Ne, gerade noch nicht. Ne, die sind typisch Personal Recovery, so wie ich es erklärt habe. Wir rollen ran, die müssen uns identifizieren und dann gucken wir. So, einer von euch muss luschern, ob ich richtig fahre mit Zeus. Ja, mache ich. Okay, dann gehe ich als Beifahrer rein. Am MG oben. Ja. Fabian weiß Bescheid, dass wir kommen. Er weiß, dass sein Aufnahmepunkt da ist. Mehr weiß er erstmal noch nicht. Okay, und los. Im Prinzip musst du jetzt nur die Straße runter. Wenn ich dir irgendwann sage, rechts weg, dann einmal übers Feld an den Wald ran. Okay. Ich sehe tatsächlich recht gut mit dem Nox hier. Kannst ja mit Zeus einfach gucken, wo wir sind und wo die sind. Ja, ja, mach ich gar nicht. Ich steh gerade drüber. Soll ich dann aufgesessen bleiben und die sitzen ab oder wie machen wir das? Ja, du guckst sie mit dem MG an. Ja. Goldi, da wo der nächste Weg nach links weggeht, fährst du 90 Grad nach rechts hoch zum Wald. Okay. Wenn ich dann vorbeifahre, sag Bescheid. Oder hier vorne, da wo die Bäume sind, auf der rechten Seite oder die Büsche. Ja, ich hab's erkannt. Ich hab's erkannt. Ich fahre jetzt rechts. Ja. Jetzt gerade. Fährst du gerade genau auf die Jungs zu. Ich bin raus aus dem Zeus. Okay. Weiter links müssen sie sein. Ja, ich mach jetzt gleich den Linksschwenk. Ich hab ihn erkannt. Ja, sehr gut. Willst du dich hier mit Max absetzen? Richtung 043. Da sitzt direkt einer. Gut, wir gehen vor. Sind die schon rausgekommen aus dem Wald? Nö, nee, einer ist da. Ich kann nicht erkennen, ob er irgendwie bewaffnet noch ist oder was. Die müssen rauskommen aus dem Wald. Wenn die nicht rauskommen, sich umdrehen mit der Waffe auf dem Rücken, dann hauen wir wieder ab. Und du haust denen eine Salve in die Fresse, verstanden? Ja. Kein Bock, mich hier irgendwelche von irgendwelchen Leuten über den Haufen ballern zu lassen. Hä? Wild? Max, wolltest du nicht absitzen? Ja. Digga, ich wurde gerade einfach wieder rein teleportiert. Geh mal unter, Luke, bevor du absitzt. Ah, okay, probier's. Ja, jetzt bin ich abgesessen. Okay. Ich hoffe, wir hatten einen Goldi. Ja, Goldi, die bewegen sich nicht. Der sitzt da und guckt. Sag mal. Ja? Hört. Die müssen schon an die Waldkante gehen. Eigene Kräfte folgen in Kürze. Funkstelle ab jetzt, Ende.
am Aufnahmepunkt, ja, am Aufnahmepunkt muss man schon sich umgucken. Wenn man den Kopf in den Sand steckt, dann wird man halt nicht aufgenommen. Es bewegt sich was? Ich warte jetzt noch genau eine Minute ab jetzt. Wenn die dann nicht da sind, haben sie Pech gehabt. Dann ist der nächste Wegpunkt die Kaserne und los. Jetzt kommen sie, glaube ich. Also es bewegt sich auf jeden Fall was. Jetzt steht einer auf. Ich sehe es auch. Alle auf eine Linie, Waffe auf den Rücken. Kehrt machen, abknien. So, wir gehen ran. Max? Max? Wo ist der Gruppenführer? Ja. Zu welcher Einheit gehören Sie und wer ist Ihr Kompaniechef? Ja, ich gehöre zu 2.4.1.2, Kompaniechef, Hauptmann Lukas. Teileinheitsführer? Hauptfeldwebel Sortex. Das passt nicht. Das passt nicht. Eine letzte Chance noch. Wer ist der Teileinheitsführer? Achso, der Zugführer ist Oberleutnant Goldi. Kaufe ich. Alle Mann aufsetzen auf den Fuchs hinten rein. Marsch, marsch. Und Max hat irgendwie Selbstfindungsstörungen. Er wollte nicht raus. Fahr du mal bitte, Lukas. Ja. Vorne rechts sitzt einer. Könnte Max sein? Max? Ja, bin ich. Ja, fährst ich wurde du? Andauernd wieder rein teleportiert. Ja, ja, ich fahre. Okay. Ja, dann ist das so. Bin drinnen, ich schließe Tür. Oder wird schon geschlossen? Gut. Und los. Können. Wir verlegen bis Kartenrand. Wir fahren zurück in die Stadt. Da ist dann Übungsende und dann geht's nach Hause. Ja, Flugzeug. Zwinker, zwinker. Naja, lass jetzt mal machen, weil Miki wartet da schon. Naja, wir müssen die anderen ja auch noch abholen. Ja, okay. Na, eben. Dann jetzt Übungsende. Gut, Männer, Übungsende. Alle absitzen. So, herzlichen Glückwunsch. An der Stelle für euch, Übungsende. Ihr sammelt euch jetzt gleich mit der gesamten Gruppe dort auf dem Feld, sodass ich euch gesammelt teleportieren kann. Ihr habt euch mehr oder weniger gut geschlagen. Ist ganz okay, passabel gewesen. Ja, die Aufnahme hat auch super funktioniert. Ist gut aufgepasst, Fabian. Alles weitere folgt dann später. Also einmal da aufs Feld, dann können wir euch teleportieren und dann geht ihr nach Hause. Alle mit mir. Deportierst du die Jungs? So, hallo? Ja. Wollen wir den vorderen Dingo einfach nehmen oder wie? Ich will tatsächlich mal gucken, ob das geht, wenn wir mitfahren bei der KI. Nee, lass einfach fahren. Das dauert jetzt zu lange. Das müssen wir ein andermal prüfen. Max sitzt auch immer noch in dem Fuchs da unten. Der kommt doch irgendwie da nicht raus. Aber egal, dann fahren wir halt einfach hier mit Dingo. Okay, dann fahre ich. Ich setze mich vorne ran. Los. Gut, du guidest mich mal, wo ich langfahren muss. Mach ich, ja, fahr los. Ruf es dann alle eigene PR-Kräfte in einem Raum, Ende. Dann sitzt mir ab, du sicherst mich, ich stelle ihm dann irgendwelche Fragen. Ja, genau. Wir müssen die anderen halt gleich dann auch abholen, ne? Da brauchen wir halt dann mindestens 2 Füchse. Ja, ist halt so.
keine Ahnung, was jetzt mit Max ist. Wo der rumschwimmt. Hat irgendwie Probleme, ne? Schwierigkeiten mit sich selber, ja. Ist der unten bei den anderen? Nee. Nee, ist er nicht. Der ist gar nicht mehr auf dem Server. Bin im Dingo, sagt er. An der FLW. Ja, dann also kann er wohl nicht sprechen, wa? Okay. Noch weit, Goldi? Ja, ein bisschen ist es noch. 1 Kilometer jetzt. Gebe ich mal Gas, sag mir, wenn ich langsamer werden soll. Jo. Er ist gleich links als der Straße. Ja, das habe ich schon auf dem Schirm. Ich weiß okay. Noch nicht genau wo. So, langsamer, langsamer. 300 Meter kommt ein Weg nach rechts, genau auf der Kreuzung bleibst du stehen. Das ist nur ein Feldweg. Hier an der Buschlinie da links, da müsst ihr da drin sitzen. Und halt. Max, schau mal nach links, vielleicht siehst du ihn. Dann sitzen wir ab. Da, ich sehe was. Waffe auf den Rücken, kommen sie ran. Kommen sie her. Ah, jetzt dann gehen wir ran. Wie heißt der Kommandant vom Zugtruppanzer? VS-Material wird hier nicht ausgegeben. Oh, dann können wir nicht mitnehmen. Rico! Sehr gut. Aufstehen, aufsitzen. Ich glaube, VS ist das ja eigentlich nicht so Stellenbesetzung, oder? Ist das VS? Ja, ich weiß es tatsächlich nicht, sorry, aber. Das ist NFD. So. Aber Name-Dropping findet normalerweise nicht statt, da hast du schon recht. Nur haben wir jetzt keine. Du hast ja auch eben gefragt, wie heißt der Kompaniechef? Wer ist der TE-Führer? Ja, genau. Die Fragen musst du halt stellen, damit es irgendwo. Aber, man muss eigentlich personalisierte Fragen stellen, ne? Genau, weil ja. Hattet ihr das eigentlich ausgefüllt in Litauen? Hatten wir, ja. Welche Farbe hatte dein erstes Auto? Genau. Wie heißt deine Mutter mit zweitem Namen? Und was weiß ich. Ja, genau. Gut, ja, Übungsende an dem Punkt. Wir müssen jetzt zügig die anderen abholen, alle mal absitzen. Ich stelle jetzt Füchse und dann holen wir die ab. Ja, ich tippe dich mal in die Base, Miki. Ja. Warte. Sascha liegt da auf dem Dach drauf, ist ein Fick. Ja, stell schon mal einen Fuchs hin unten, 2 Stück. Du fährst einen, ich fahre einen und Max fährt den anderen. Max fährt einfach bei einem von uns mit, damit da nichts schief gehen kann. Ja, Miki steigt. Ah, da ist er raus. Okay, so, warte, wo muss ich hin? Die Füchse, okay. Bist du hier? Ja, okay.
Okay, okay. 1, hier Kurfürst, PR-Kräfte im Raum, Ende. 2, hier Kurfürst, PR-Kräfte im Raum, Ende. Du bleibst dran. Ich glaube, da ist gerade einer abgeschmiert vom Dach. Ja, dann ist das so. Wir müssen sehen jetzt. Dann nicht, was sie da oben drauf machen. Ich bin auf jeden Fall dran. Dann hier nicht vergessen: Shift-Alt-N kann man hier den IA-Illuminator anmachen. Oh ja, Tatsache. Ganz witzig. Relativ helle Nacht, da ist das nicht ganz so wild, aber wenn du jetzt durch den Wald läufst, kann man. Ja, ich habe ja Vollmond eingestellt, ne? Ja. So, wo sind die eigenen jetzt? Also, ich gebe denen jetzt wieder genau 2 Minuten. Wenn sie bis dahin nicht aufgeschlagen sind, naja, dann fahren wir halt. Wenn die keine Waffe auf dem Rücken haben und das Scheißding in der Hand haben, dann pusten wir die weg. Ne, auch hier Schütze FLW da oben, Kollege. Rotzt die alle um, wenn die ihre Waffe nicht auf dem Rücken haben. Genau, auf müssen hier gestellt, irgendwo sitzen, ja. Da ist einer. Siehst du schon Waffe? Ja, ja. Auf Laser, da. Ja. Ja, sehe ich. Da geht die Tür auf. Ohne Waffe. So, Kollegen. Komm ran jetzt hier. Waffe auf dem Rücken, eine Linie herstellen. Gruppenführer von mir aus ganz links außen. Wie viele Leute passen auf den Fuchs? Genug. Ja, nein, zum Abzählen jetzt gleich. 13, okay. Kann übrigens nur den Fuchs von GM empfehlen, ne? Der ist hübscher. 10 Leute, ja, ist scheißegal, welchen wir jetzt nehmen. Also ich muss 10 Leute abdingsen. So, kannst du ja raustreten auf die Fläche, dann kehrt machen und abknien. Kannst ja auch aufteilen, dass 5 bei mir mitfahren, hinten, 5 hinten, vorne. Raustreten auf die Freifläche. Na dann abknien und kehrt machen. Was tun die denn da? Keine Ahnung. So, jetzt alle mal nach hinten ein paar Schritte machen, damit ihr auf der Freifläche steht. Ich hole euch da nicht aus dem Busch raus. Ja, oder auf die Straße setzen, ist mir scheißegal. Ob der Gruppenführer auch links außen ist, das war Max, glaube ich. Ja, Max hat sich gerade eingeschissen. Ja, relocked. So, alles stehen bleiben, keiner bewegt sich. Hinknien. Blick weg von den Füchsen. Und los. Gruppenführer. Ja. Wir müssen 2 Gruppenführer sein. Wer ist das? Ich und der Rest von mir. Okay, gut. Wer ist Ihr Kompaniechef? Lukas. Die Farbe Ihres ersten Autos? Ich hab kein Auto. Die Farbe Ihres ersten Motorrads? Ich hab auch kein Motorrad. Der Name Ihrer ersten Freundin? Alina. Nummer 2. Wie heißt Ihr Teileinheitsführer? Oberleutnant Goldi. Kaufe ich. Alle mal aufsitzen. Ich zähle jetzt ab. Die ersten, die ich abzähle, gehen auf den ersten Fuchs, der Rest auf den zweiten. Dazu Sortex 1, Opitz 1, Hendrik 1, Aaron 1, Florian 1, Robin 1. Rest auf den zweiten Fuchs, Abmarsch.
Jetzt. Ja, okay, es war wirklich, dass er jetzt ausgenutzt hat, was. Irgendwie gibt's zu, du wolltest einfach nur noch mal Spannung reinbringen. Wolltest hingehen und sagen, wurde angeschossen. Warte, ich mach mal so, warte. Das schau. Adrenalin spritzen, habt ihr beide was zu tun. Ach, und letztes Mal, als alle Sonne zusammen waren auf meiner Karte, ist irgendwie dann das Fahrzeug nicht gegangen. Uff. Ich denke, ich soll echt mal auf eine Mine auffahren jetzt. Gut, Robin. Was ist? Allen Menschen sagen, absitzen. Jungs, ab. Gut. Alle raus aus dem Bügel. Alle raus. Wundervoll. Drück mal einer von euch Z, bitte. Reicht. Ach. Wundervoll. Gut, festhalten.